So, wunderschönen guten Abend an diesem Mittwochabend, der 7. August, 19 Uhr. Wir sind live. Schön, dass so viele Leute sich angemeldet haben. Wir haben fast die Kapazitätsgrenzen des Raums erreicht. Also der Raum fasst 2000 Menschen und wir haben 1815 Anmeldungen vorliegen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann sich sogar noch erhöhen. Von daher, es ist auch ein sehr wichtiges Thema, denn wir hatten am Wochenende große Bewegungen am Aktien- und Kryptowährungsmarkt, die auch bis heute noch anreichen oder andauern. Und da wollen wir heute drüber sprechen. Wo kommt es her? Was sind die Ursachen? Und wie musst du dich darauf jetzt vorbereiten, auf all das, was jetzt kommt? Bitte eins vorneweg. Wir alle haben keine Glaskugel. Dennoch ist es unser Job, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Wir nutzen dazu Daten, die allerdings auch die Gefahr haben, dass sie falsch liegen können. Deswegen bitte, das ist hier kein Besserwisser oder Glaskugellesen oder sonstiges, sondern das soll ein Informationswebinar sein. Wir sehen das als reine Dienstleistungen und geben auch die Quellen dazu an, also auch gerne, und die Aufzeichnung wird auch rausgegeben. Schaut euch das bitte in Ruhe an. Es wird wie immer wahrscheinlich um die 2 Stunden dauern und deswegen auch Fragen können wir während des Webinars nicht beantworten, sondern werden dann alle Fragen am Ende des Webinars für alle im Plenum vorlesen, sodass jeder was davon hat. Genau, ja. Habe ich allerdings, bevor ich all das gemacht habe, den obligatorischen Technikcheck vergessen. Aber der Matthias schreibt schon rein: Hallo aus Otterwisch, Bild und Ton, okay. Und Adrian schreibt auch rein: Servus und danke für das schnelle Sondermeeting. So ist es auch. Also ich und Stefan haben uns am Montag zusammengesessen, haben erstmal natürlich gearbeitet. Schon ab früh 5 ging es bei uns los, weil ich war wach und Stefan war wach, keine Ahnung warum. Und dann haben wir gemerkt, okay, Aufstehen ist jetzt besser als liegen bleiben. Und das haben wir dann auch gemacht. Also, ja, wir sind da ein bisschen, uns macht es halt aber auch Spaß, das muss man dazu sagen. Gabriela sagt, ich bin recht leise zu hören. Ist das für alle so oder ist das nur für Gabriela so? Gib mir noch mal kurz Feedback in den Chat hinein. Ton und Bild okay. Ja, also geht es mir davon aus, Gabriela, dass das bei dir ist. So, Stefan, willst du auch noch kurz was sagen? Ich freue mich einfach, dass wir so kurzfristig Zeit gefunden haben, Flo, dass wir das machen könnten. Und herzlich willkommen auch von mir an euch alle. Und ich würde sagen, Flo, komm, lass uns loslegen Ja. und über die ganzen Themen sprechen. Ja. Genau. So, Ton ist also für alle okay. Super. Ich gebe den Bildschirm frei. Wir haben einiges vorbereitet. Und wie immer würde ich ganz kurz die ersten 2, 3 Minuten, länger dauert es gar nicht, uns vorstellen, weil ganz viele neue auch tatsächlich mit dazugekommen sind, die uns vielleicht noch nicht kennen. Wir machen immer ein Monatsupdate, wollten es tatsächlich jetzt für den August entweder sehr spät bringen oder aussetzen, weil einfach auch Sommerpause ist, so ein Stück weit. Aber wir wollen trotzdem über die Themen sprechen und ja, würde dann jetzt kurz nochmal das nutzen, um uns vorzustellen. Also, wer sind wir eigentlich? Wir haben eine Vision bei uns in der Investorenausbildung, denn wir glauben daran, dass jeder in der Lage dazu ist, sein eigenes Geld sicher und rentabel anzulegen. Und da kommt oft schon die Frage, wer sind eigentlich wer? Wer ist es eigentlich? Und es ist inzwischen ein ganz toller Haufen an Leute sozusagen, ganz liebevoll gemeint. Wir haben 2 Büros in Hersbruck. Jetzt sind wir auch in Köln tatsächlich mit dazugekommen. Und auch da haben wir noch externe Mitarbeiter, die noch weiter in Deutschland verteilt sind. Und da gehören natürlich viele Dinge dazu, von Recherche bis hin zu Video- und Textbearbeitung, Rechnungen zahlen, Rechnungen schreiben, Buchhaltung. Buchhaltung ist ein Riesenthema. Ich will gar nicht dran denken. Naja. Und deswegen sind da natürlich viele Leute, die so gar nicht richtig vor der Kamera zu sehen sind. Ich habe das Unternehmen 2015 gegründet und hatte die Idee, eine Ausbildungsplattform für ganzheitliche finanzielle Bildung und Beratung ins Leben zu rufen, mit dem Ziel, anwendbares Wissen aus den Bereichen Aktien, Immobilien und Geldanlage für dich nach Hause zu bringen. Und inzwischen haben wir da auch 4 Trainerinnen und Trainer, die auch verantwortlich sind. Einmal bin es ich, dann der Stefan, der dann auch also hauptverantwortlich ist für die Trainingsinhalte, der Michael und die Sabrina, die uns seit letztem Jahr als Dame unterstützt, wo ich sehr, sehr dankbar dafür bin.
Ja, was ist eigentlich passiert? Wir hatten jetzt wieder die krassesten oder eine der krassesten Bewegungen überhaupt. Es hat wieder Rekorde gegeben an den Aktienmärkten, Negativrekorde. Der größte zweitägige Abverkauf in Japan seit Aufzeichnung des Nikkei. Und also das heißt, zwei Tage in Folge diese absolute Summe in Prozenten ausgedrückt, diesen Abverkauf hat es noch nicht gegeben seit Aufzeichnung des Nikkei. Und wo kommt das eigentlich her? Wir haben jetzt mal ein paar Gründe aufgeschrieben, die uns aufgefallen sind, was da eigentlich passiert ist und vor allen Dingen, warum man das schon hat sehen können, zum Teil, nicht alles, muss ich auch dazu sagen, aber zum Teil schon. Das eine ist der sogenannte Carry Trade. Das wird vielleicht in allen oder anderen nichts sagen, aber das, was du hier siehst, ist der japanische Yen gegen den US-Dollar gehandelt. Und die Idee ist, dass der Wert des japanischen Yens immer weiter abnimmt. Das heißt also, wenn diese Kurve, diese weiße Kurve immer weiter nach oben geht, nimmt die lokale Währung des Yens gegenüber dem Dollar an Wert ab. Und das nutzen Menschen dazu, um sich zu verschulden, denn gleichzeitig muss man wissen, in Japan gibt es sehr geringe Zinsen. Jahrzehntelang 0%, jetzt letztes Jahr 0,1 und jetzt dann seit kurzem 0,2, da komme ich gleich drauf. Und das heißt also auf Deutsch gesagt, du kannst dich dort verschulden, ohne überhaupt Zinsen zu zahlen. Und deswegen wird es also genommen, um das Geld dann in Aktien, Immobilien, Gold, ETFs, Bitcoin und so weiter, also in Anlageklassen zu stecken. Das funktioniert auch und funktioniert immer wieder, aber wie du auch siehst, gibt es immer wieder Phasen, wie auch 2023, wo der Yen stärker wird. Und das ist ein ganz großes Problem, weil wenn du dich im Yen verschuldet hast und der stärker wird, bedeutet es, dass deine Schuldenlast zunimmt. Ganz großes Problem, denn dann kommt die Bank auf dich zu und sagt, Mensch, deine Schulden werden ja immer mehr wert. Ich möchte, dass du diese Schulden zurückbezahlst. Und das ist dann oftmals so, dass es dann langsam anfängt, bröckelt, bröckelt, bröckelt und dann fallen alle Tore und flutet quasi den Gesamtmarkt. Die Verkaufswellen schwappen durchs Land und Aktien werden so stark verkauft wie, ja, haben wir ja gerade gesagt, wie seit Aufzeichnung des Nikkei noch nie gesehen. In dieser Intensität, dieser Heftigkeit, das war schon wirklich extrem. So, was ist aber dann noch passiert? Dann kam eben am Montag, glaube ich, war es, die japanische Bank, also Bank of Japan, und hat die Zinsen von 0,1 auf 0,2, das ist dieser kleine Anstieg, erhöht. Die Zinsen erhöht. Und das siehst du hier auch seit, also hier ist 1997 in der Skala, also seit Jahrzehnten ist es so unter kleinsten Schwankungen, dass du in Japan keine Zinsen zu bezahlen hast. Da ist sogar teilweise diese Zinslast unter 0% teilweise gewesen. Also ist wirklich extrem gewesen. So, das ist etwas, das hat man vielleicht so ein bisschen so ahnen können, dass das irgendwann, ich gehe nochmal kurz zurück, wieder mal passieren könnte. Allerdings ist dann noch was Zweites dazu gekommen, das hat man wirklich nicht ahnen können, aus meiner Sicht zumindest. Und es war die Meldung am Sonntagabend, Star Investor oder Montagmorgen, je nachdem, Star Investor Warren Buffett verkauft fast 50% seiner Apple-Aktien. Und das ist wirklich extrem gewesen, weil Apple ist auch gleichzeitig seine größte Position. Und er hat damit Milliarden verdient. Er ist auch völlig überzeugt von den Unternehmen, hält auch noch 50%. Aber dennoch hat er 50% Kasse gemacht. Und das hat er deswegen gemacht, weil er sagt, die Aktie ist auch jetzt sehr, sehr gut gelaufen. Die Bewertungen passen nicht mehr oder die Preise passen nicht mehr zu dem Wert zusammen. Also er hat Kasse gemacht. Das war aus meiner Sicht nicht so, dass man das jetzt hätte sehen können. Ja, das war also schwer zu sehen. Das nächste war wieder offensichtlich leider. Das sind nämlich die Kriegsgefahren weltweit. Wir haben jetzt hier nur mal eine Headline aus dem Iran herausgezogen. Wie gesagt, immer unten rechts auch. Da ist allerdings mein Kopf davor, ein bisschen so die Quellen dazu. Das ist aber nur der eine Teil. Auch Russland, Ukraine scheint sich nicht zu entspannen. Es scheint weiter zu eskalieren. Und deswegen, das ist das nächste Problem. Ein weiteres Problem, das war was man schon früher hat sehen können und was jetzt eigentlich immer stärker auch präsent ist, sind die
Arbeitslosenzahlen. Und diese Arbeitslosenzahlen sind hier in weiß dargelegt. Du kannst dir vorstellen, was das hier ist in 2020. Das war Corona. Da ging es ganz steil innerhalb von 1 oder 2 Wochen nach oben und dann auch sukzessive wieder nach unten. Das ist deswegen so hire and fire in den USA. Da gehen ganz schnell Menschen über Bord sozusagen und werden dann aber genauso schnell wieder ongeboardet am Arbeitsmarkt. So, und da war es eben lange Zeit so, dass wir quasi Vollbeschäftigung hatten in den USA. Aber seit geraumer Zeit, seit ungefähr 2022, ist die Arbeitslosenquote wieder gestiegen. Nicht auf dramatisches Niveau, aber da gibt es eine Dame, die heißt Sam, Claudia Sam, glaube ich zumindest, die hat eine Regel festgelegt, die sogenannte SAM-Rule, und die ist ein Crash-Indikator oder Rezessionsindikator. Und immer dann, wenn diese SAM-Rule triggert, das ist, wenn diese über diese Nulllinie geht, über diese gelbe Nulllinie, kann man davon ausgehen, dass der nächste Crash kommt oder die nächste Rezession. Der Beweis liegt hier seit 1960. Hier wurde die SAM-Rule getriggert. Ich hoffe, ihr könnt alle den Mauszeiger sehen. In 1960, das Grüne danach ist eine technische Rezession. Also die grünen Balken, wir hätten sie vielleicht Stefan in Rot machen können, wie auch immer, ist eine sogenannte SAM-Rule, ein SAM-Rule-Trigger, der dann auch hier in den 70er Jahren oder Ende der 60er Jahren bis in die 70er Jahre, 80, 90, 2001, die Dotcom-Blase und auch das Lehman Desaster oder die Bankenkrise 2007, 2008, alles perfekt getimt hat. Wenn man so möchte, hat es auch den Corona-Crash gezeigt. Allerdings ging es hier so schnell, das ging innerhalb von Tagen oder vielleicht sogar Stunden, dass es zwar inhaltlich richtig ist, aber du als Investor da kaum drauf hast reagieren können, muss man fairerweise dazu sagen. So, die SAM-Rule ist jetzt getriggert. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass wir auch in den USA, laut diesem Indikator zumindest, in eine Rezession kommen könnten. Das siehst du auch an dem nächsten Beispiel, denn wir haben uns jetzt mal die Mühe gemacht und haben den Leitzins der USA in Türkis, würde ich die Farbe bezeichnen, mit dazugelegt. Und es ist immer noch dasselbe Bild, nur jetzt die Zinsen mit dazu. Denn eins kommt dazu, die SAM-Rule wird getriggert und gleichzeitig müssen die Zinsen fallen. Das wäre also noch die weitere Bestätigung, dass die Rezession kommt. Die Zinsen sind bis jetzt noch nicht gestiegen. Zinsen in den USA ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Den Part wird der Stefan dann gleich übernehmen. Deswegen das einfach mal so als Bild abspeichern, damit ihr dann für später dann auch noch den Kontext dazu habt. So, jetzt bin ich nur ganz kurz am Überlegen, ob ich denn nicht mein Gesicht nach unten links verschieben soll. Was haltet denn ihr davon? Könnt ihr mal kurz in den Chat hineingeben? Unten links, euch wird es wurscht sein, oder? Aber ich glaube, das ist besser, unten links das Gesicht. So, dann haben wir noch eine zweite Sache gemacht. Also wir haben neben den SAM-Rule den Leitzins der USA gelegt und jetzt dann eben auch noch den Aktienmarkt oder den Aktienmarkt auch wieder hier in Türkis dargelegt. Und da siehst du dann eben die Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Der ist am Anfang noch gar nicht so groß wie hier zu sehen und dann geht es immer weiter. Noch gar nicht so groß, hier geht es immer weiter. Und so ist es eigentlich, hier hinten sind die Auswirkungen auf dem Aktienmarkt schon sehr schwach zu sehen. Das hätten wir logarithmisch darstellen müssen, dann wäre es besser. Ja, also das heißt, wenn die Rezession kommt, wird sich auch der Aktienmarkt schwer tun. Das ist kein Geheimnis soweit. Aber das hat man sehen können. Denn seit Wochen schon geht dieses Gespenst um, ob jetzt wir ein Hard Landing, ein Soft Landing bekommen, ob jetzt eine Rezession in den USA kommt, ja oder nein. Also wir gehen jetzt wirklich davon aus, dass das kommen wird. Wann genau, kann keiner genau sagen. Und dann ist aber eins passiert. Aufgrund all dieser Faktoren hat es einen absoluten Volatilitätsspike gegeben. Was heißt das auf Deutsch gesagt? Die Angst ging um. Das kannst du wirklich messen. Du kannst Ängste oder Gefühle an den Aktienmärkten messen. Gibt es mehrere Indikatoren dafür. Hier haben wir jetzt zum Beispiel den sogenannten Volatilitätsindex hinzugezogen. Und immer dann, wenn diese weiße Linie am unteren Ende ist, die kann bis auf Null gehen, gibt es eigentlich kaum oder nie, dann ist da eigentlich ruhige Börsenphase und alles ist gut. Und wenn dann diese Stacheln nach oben rausgehen, dann ist an den Aktienmärkten immer so, dass die Aktienmärkte fallen.
Auch hier wieder zutreffend, 2000, 2001 hatten wir einen großen Crash. 2007, 2008 ein absoluter Spike, siehst du das? Da hatten wir die Volatilität hier bei 60. Auch in Corona, da war sie über 50 und hier auch wieder die Volatilität am Montag gemessen bei über 50. Ich glaube, sie war sogar fast an der 60 dran, so im Stundentakt zumindest. Und das war für uns wirklich interessant, denn die Angst, die war so, also gemessen, wirklich quantitativ bemessen, so immens wie 2020 bei Corona und 2008. Und da ist uns eigentlich eins bewusst geworden, da kann was nicht stimmen. Da kann was nicht stimmen. Denn wir haben kein Umfeld wie 2007, 2008, wo wir Schrottanleihen nur noch versuchen, uns wild gegenseitig hin und her zu verkaufen, wo der Interbankenmarkt zusammen kollabiert, wo ganze Banken kaputt gehen. Das ist nicht der Fall. Und 2020 war auch aus meiner Sicht, zumindest zu diesem Zeitpunkt, wo noch keiner gewusst hat, was Corona ist. Und erinnert euch mal, heute wissen wir alles, was Corona ist. Und das will ich heute inhaltlich nicht aufräumen, denn das gehört eigentlich mit RKI-Files, das gehört eigentlich vors Gericht, aber das ist ein ganz anderes Thema. Corona war zu Beginn eine Lungenkrankheit aus China, wo Menschen gestorben sind. Ja, das muss man schon ehrlicherweise so mal festhalten. Und dann gab es erst eine Epidemie und dann eine Pandemie mit ungewissem Ausgang. Also was ist? Ungewissheit ist schlecht für die Börse. Börsen krachen zusammen wie in einem Ausmaß ungemessen je zuvor. Und Volatilität am Anstieg. Und das war auch nicht der Fall. Das ist am Montag nicht der Fall gewesen. Am Montag war keine Pandemie, Epidemie. Am Montag war kein Armageddon an den Finanzmärkten. Am Montag ist Japan völlig eskaliert, ja. Aber das ist Japan. Und es hat einen Grund, weil die Carry Trades aufgelöst wurden. Sicherlich hat es Auswirkungen auch weltweit. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber wir haben nicht die Situation gehabt. Das jetzt nur mal bitte mal filtern oder speichern für all das, was wir dann gleich noch mehr bringen. Wir wollen es, wie gesagt, Stück für Stück aufbauen, sodass du das zu Hause für dich auch mitnehmen kannst. Das ist uns wichtig. Ja, Angst am Montag. So, das ist jetzt hier nochmal der Volatilitätsindex in Kerzen gemessen. Ihr seht es auch daran, diesen Chart hat der Stefan gemacht. Der Stefan ist nämlich bei uns der Romantiker, der macht immer die Kerzen an. Ich bin mehr der Geradlinige, ich mache die Linien. Das ist ein kleiner Scherz am Rande. Haben also in Türkis wieder den Aktienindex dagegen gelegt und sehen also auch hier wieder die Spikes nach oben, die Aktienmärkte kollabieren. Die Spikes nach oben, das ist jetzt ein zu kleiner Zeithorizont aufgrund von Corona, da ging es um wenige Tage oder Wochen, aber da waren Aktien natürlich auch so stark und jetzt haben wir hier den Spike auch wieder hier in ganz grün, diese kleine Kerze da gespiked und der Aktienmarkt ist stark gefallen. Also das muss man schon wirklich sagen. Apple ist am Montagmorgen in den Handel gestartet mit minus 10%. Nvidia war teilweise bei minus, jetzt will ich nichts Falsches sagen, minus 15%. Bitte kann jetzt auch, aber die waren auch deutlich im Boden. So. Und dann haben wir aber weitergeschaut. Ne? Du musst dir immer dann überlegen, soll ich jetzt Aktien kaufen oder verkaufen? Was ist die Idee? Kommt der Crash? Geht's weiter? Wie muss ich mich jetzt verhalten? Und dann muss man eins ganz klar sagen, wenn eine absolute Krise ist, und das muss man sich wirklich merken, das kann man sich auch mal mitschreiben, wenn Panik ist, wenn richtig Rezession ist, wenn Crash ist, wenn Armageddon ist und Pearl Harbor und 9/11 zusammen, was passiert dann? Dann suchen Menschen den sicheren Hafen. Und was ist der sichere Hafen? Und jetzt kommt wahrscheinlich von Ihnen eine falsche Antwort. Denn auch ich habe das lange Zeit falsch beantwortet. Die meisten sagen, der sichere Hafen ist Gold und das ist falsch. Der sichere Hafen wird weltweit immer noch im US-Dollar gesehen. Das muss man sich wirklich merken. Und das würde dann bedeuten, dass wenn alle ihr Geld in den Dollar reingeben als Liquidität, das heißt einfach nur Dollar-Cash halten, das ist also die Aussage, dann wird der Dollar stärker. Was ist aber am Montag passiert? Der Dollar ist schwächer geworden. Also das ist, müssen Sie sich, wenn wir vom Dollar Schwäche sprechen, heißt es, diese Kerze geht nach oben. Das ist richtig dargestellt, weil wir hier den Euro dagegen gesetzt haben. Und das ist also nicht passiert. Normalerweise hätte es also eine rote Kerze nach unten geben müssen, weil alle in den sicheren Hafen gehen. Und da haben wir gesagt, Freunde, hier stimmt was nicht. Hier ist absolut was nicht richtig.
Und dann möchte ich Ihnen zeigen, wie haben wir eigentlich mit unserem Fonds darauf reagiert. Das ist das, was ich Ihnen jetzt mal zeigen möchte. Denn seit einiger Zeit, ich schwank mal zwischen Ihnen, also zwischen Sie und Du. Ich bleibe aber beim Du, wenn das für alle in Ordnung ist. Ich möchte jetzt einfach mal zeigen, was haben wir mit dem Fonds gemacht. Ich muss dazu sagen, letzte Woche war ich im Urlaub und Gott sei Dank bin ich ja nicht alleine, sondern ich habe wirklich ein richtig geiles Team. Da bin ich echt dankbar. Und Stefan, den Kollegen, den ihr dann jetzt schon gesehen habt, der hat mich am Freitag angerufen und normalerweise rufen wir uns wirklich in den Urlauben nicht an, weil wir sagen halt, ne, Urlaub und hier eine Pause machen ist auch wirklich wichtig. Das Konzept von Pausen, das ist ganz, ganz wichtig, halten wir auch ein. Und auf jeden Fall hat er angerufen, da habe ich schon gedacht, na, Stefan, wenn du anrufst, dann ist was Wichtiges. Und der Stefan hat gesagt, du Flo, und das war noch vor Handelsbeginn, da stimmt was nicht. Irgendwas stimmt nicht. Und am Freitag waren ja die Aktienmärkte schon schwach, aber noch gar nicht im Verhältnis zu dem, was übers Wochenende mit Bitcoin beispielsweise passiert ist und am Montag dann mit Aktien wie zum Beispiel Apple oder auch Nvidia und andere. Und wir haben am Freitag ganz bewusst sehr schnell, also um Punkt 15:30 waren unsere Orders drinnen, haben wir 25% Liquidität aufgebaut. Wir haben Aktien im großen Stil verkauft. Wir hatten noch nie 25% Liquidität oder ich will es nicht sagen nie, weil das wäre wirklich auch wahrscheinlich falsch, aber nicht bewusst so massiv Liquidität auf einen Schlag aufgebaut. Das ist das, was wir am Freitag gemacht haben. Sind dann ins Wochenende gegangen und haben eben dann am Montag auf einen blutroten Handelsbeginn geschaut und auf ein desaströses Wochenende im Bereich der Kryptowährungen. Krypto, Bitcoin ist ja ganz massiv abgestürzt. Ich glaube 20%, 25%, ich will nichts Falsches sagen. Und haben aber dann, als wir dann eben uns um 5 Uhr in der Früh uns angerufen haben und überlegt haben, stimmt das alles? Kann das alles passieren? Sind wir zu dem Schluss gekommen, da stimmt was nicht. Da ist wirklich was faul. Und haben das genutzt und haben Aktien gekauft und zwar im großen Stil. Wir haben die Liquidität massiv abgebaut, haben ganz, ganz tolle Unternehmen zu günstigen Preisen dazu bekommen. Bitte die Kurse, die heute hier dastehen, die sind Kurse, ich weiß gar nicht, wann ich die Präsentation das letzte Mal bearbeitet habe, könnte 17 Uhr sein. Kann sein, dass die Meta und Amazon jetzt gerade wieder woanders stehen. Bitte lasst euch da jetzt halt nicht irritieren. Wir wollen da keine Falschaussagen machen. Aber das ist das zu dem Zeitpunkt, wo wir es bearbeitet haben. Und das ist das, was ich auch wirklich allen raten kann. Oder nicht raten kann, sondern auch raten muss. Diese Phase, die hat das Potenzial dazu, große Vermögen kaputt zu machen, weil viel Unsicherheit, viel Angst und viel Verwirrung da ist. Sie hat aber auch das Potenzial, großes Vermögen aufzubauen. Und deswegen möchte ich bereits jetzt ein Angebot an euch geben. Ich weiß, es ist sehr früh, allerdings bin ich der Meinung, dass das wirklich wertvoll ist. Ich möchte euch die Möglichkeit geben, mit uns ins Gespräch zu kommen. Ich kann euch versprechen, ihr werdet entweder mit mir persönlich sprechen oder mit dem Stefan. Deswegen werde ich jetzt hier ein Angebot senden für ein persönliches Gespräch. Dieses Gespräch soll dazu dienen, um eure Positionen miteinander zu besprechen. Wir wollen genau drauf schauen, wie ist ein Portfolio jetzt bereits aufgestellt? Gibt es kritische Punkte? Müssen wir jetzt vielleicht etwas verkaufen? Müssen wir Geld sichern? Müssen wir Absicherungsstrategien gehen? Oder müssen wir, wie hier zu sehen, ich gebe nochmal ganz kurz den Bildschirm frei, einen Augenblick, vielleicht auch massiv kaufen, Chancen nutzen. Denn es ist einfach so, Geld wird dann gemacht, wenn die Angst am höchsten ist, wenn die Angst am stärksten ist. Und ich weiß, dass dieses Verhalten, was ich und der Stefan gemacht haben am Freitag und auch am Montag, total, lasst mich das mal bitte so sagen, ja, unnormal ist. Weil es ist extrem schwierig, in Phasen der absoluten Angst und Unwissenheit große Summen zu investieren. Aber nur dann, wenn du dich so verhältst, wirst du großes Vermögen aufbauen. Natürlich kannst du über einen ganz langen Zeitraum hinweg auch Vermögen aufbauen, indem du einfach nichts tust und einfach nur beispielsweise den S&P kaufst. Keine Frage. Das wird funktionieren. Bloß bei uns kommen Menschen am Telefon raus, die sagen, ja,
ich habe heute bereits schon ein größeres Vermögen und es geht eher darum, dass ich das jetzt sichere, weil ich bin heute 60 oder 65 Jahre alt und es ist eigentlich dazu gedacht, mir die Rente aufzubessern oder wie auch immer. Ja. Und von daher bitte ich euch wirklich, nutzt dieses Angebot. Wir sind nur zu zweit am Telefon, deswegen kann es sein, dass relativ viel ausgebucht ist. Bitte nutzt auch jetzt schon die Chance, weil als nächstes werde ich an den Stefan übergeben. Der wird jetzt gleich nochmal erklären, wie kam das, also dieses Wie, woher kommt es? Das habe ich jetzt, glaube ich, sehr breit und lang diskutiert. Aber wir wollen jetzt einen Ausblick geben. Ja, deswegen nutzt jetzt diese Chance, bucht jetzt euren kostenloses Gespräch. Bitte, wir haben da erstmal nichts davon. Und natürlich, wenn das auch passt, würden wir auch gerne euch ein Angebot machen. Ne? Das ist keine Frage. Ich will nicht sagen, dass wir hier alles für Luft und Liebe machen. Das ist keine Frage. Aber nutzt bitte diese Möglichkeit. Denn ihr sollt euch auch, das sind hier dann nochmal Testimonials, da können wir wohl drüber gehen, euch vor allen Dingen selbst ein Bild machen. Und dazu bitte, lieber Stefan, bitte ich dich nochmal auf dem Bildschirm, dass du heute den Menschen einfach mal Dinge mit an die Hand gibst, wie sie das Ganze jetzt selbst einordnen können und vor allen Dingen, worauf sie jetzt achten müssen. Wir haben es zwar immer und immer wieder schon gemacht und ich kriege wahnsinnig geile Feedbacks von den Monatsreviews, Wahnsinn, was wir da immer machen, aber es geht darum, was ziehst du selbst da draus? Und wenn du da bisher noch keinen Nutzen draus gezogen hast, dann ruf an, nimm deinen Termin wahr. Stefan, was hast du für uns? Vieles. Vieles. Zuerst mal die Bitte an dich, beend mal du deinen Bildschirm. Also. Weil dann fange ich an. Genau. Ja, Mensch. Vielen Dank, Flo. Einen Moment, ich hole die Folie mal kurz her und dann fangen wir gemeinsam an. So, ihr seht's, oder? Ja, schaut gut aus. Flo, passt alles? Ja, ne? Ja, sehr gut, schaut gut aus. Also, dann danke, Flo. Fangen wir gemeinsam an. Und zwar, wir haben jetzt wieder ein paar Überpunkte zum Thema, was sagen uns die Anleiherenditen. Und diejenigen, die uns jetzt schon länger verfolgen, in den letzten Monaten, seit Jahresbeginn oder letztes Jahr, war ich immer jemand, der gesagt hat, bitte Leute, die Anleiherenditen werden fallen. Ich habe mehrmals erklärt, wieso, weshalb, warum das sehr, sehr wahrscheinlich ist, wie man darauf reagieren, was es für Gründe geben kann und so weiter. Dann zum Thema Panik an den Märkten will ich noch mal kurz was sagen, zu dem Thema, dass etwas nicht passt und die Liquidität dazu. Dann Märkte und Unterstützungen und deswegen dann auch zum Schluss Annahmen und Indikatoren mit dem Fazit dazu. Und beim Fazit gleich vorneweg habe ich die alte Folie dabei beim letzten Fazit mit dem Fazit von jetzt. Und dann schauen wir mal drüber, was da soweit gepasst hat. Deswegen fangen wir mal an. Und zwar in den letzten Monaten, das ist hier die zweijährige US-Staatsanleihe. Ja, und das ist die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe. Und ich habe bei uns intern in der Investorenausbildung schon mehrmals gesagt, die wird fallen, das dauert nicht mehr lange, weil schon viele, viele Punkte gab, dass es jetzt bald kommt, durch irgendein Event ausgelöst. Dann habe ich im letzten Monatsupdate tatsächlich, das ist die Folie vom letzten Monatsupdate geschrieben, Ziel, Fragezeichen, 3,8%. Also sprich, die Renditen fallen. Und sie fallen immer nur dann, weil es irgendwelche Gründe gibt. Und was ist jetzt passiert? Nachdem die Rendite im letzten Monat noch bei 4,6 war in der zweijährigen, sie ist gefallen auf 3,6%. Sprich, eins zurück nochmal, ich habe hier geschrieben Ziel 3,8. Jetzt sind wir hier bei 3,6% gewesen. Ganz klar, dass es in dieser Geschwindigkeit jetzt sofort nach unten geht, das war mir so nicht bewusst. Ich habe eher gedacht, dass wir so ein, ich nenne es immer Wackeldackelbewegung haben, also sprich ein bisschen runter konsolidieren und mal dann in den Bereich von 3,8 runtergehen langsam. Jetzt sind wir sehr, sehr schnell nach unten gegangen. Wir sind gerade wieder dabei, uns ein bisschen zu erholen, dazu dann später mehr. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir jetzt schon bei den 3,8% sind, die ich im letzten Monatsupdate hier mit der Folie reingeschrieben habe, wo wir jetzt schon sind. Okay, das heißt also, wir gehen weiterhin davon aus und das sagen wir schon seit 1,5 Jahren bei uns intern und nach außen kommuniziert auch schon länger, dass die Renditen fallen werden. Und dann ist es so, wenn die Renditen fallen und jetzt ist es plötzlich wieder jedem klar, sagen wir schon seit einem Jahr schon, aufpassen, die Fed wird die Zinsen jetzt bald wieder senken, weil eben irgendwann die wirtschaftliche Dynamik ein Stück weit abnehmen kann und wird wahrscheinlich. Und wir haben schon bei uns intern seit über einem Jahr gesprochen über Rezessionsthemen. Was brauchen wir dafür? Da reden wir heute auch nochmal drüber. Aber tendenziell ist es so, dass es nun so sein wird, dass die Notenbank in Gelb dieses Mal, das ist der Leitzins der Notenbank Federal Reserve, der wird angepasst werden nach unten. Das ist jetzt nichts mehr Neues.
Und zwar wird er angepasst werden, nicht weil sie es wollen, sondern weil der Markt schon lange sagt, wir haben eine Rendite von 3%, 4%, whatever. Und dementsprechend wird der Leitzins ungefähr sich an die Rendite jetzt mal anpassen, wo die aktuelle Zweijährige steht. Zu den FED-Themen dann später nochmal etwas mehr. Aber grundsätzlich merkt euch bitte, die zweijährige Anleiherendite sagt alles aus über den Leitzins der US-amerikanischen Notenbank. Also heißt, Zinsen werden gesenkt. Welche Geschwindigkeit? Dazu später nochmal mehr. Gut, und dann sind wir noch bei der Zinsstruktur. Wir sehen jetzt hier immer dann, wenn sie unterhalb der grün gestrichelten Linie ist, reden wir von einer sogenannten inversen Zinsstruktur. Die ist nicht richtig, die ist nicht korrekt. Invers heißt, kurzläufige Anleiherenditen sind höher als langläufige Anleiherenditen. Das ist nicht, das passt nicht. Am Kapitalmarkt muss Risiko über eine längere Laufzeit hinweg immer höher bepreist werden als über eine kürzere Laufzeit. Und bei der inversen Zinsstruktur ist es so, dass Risiko höher bepreist wird bei einer kürzeren Laufzeit als bei einer höheren Laufzeit. Das passt nicht. Dementsprechend spricht man hier von einer inversen Zinsstruktur. Und diese inverse Zinsstruktur ist Stand heute vor dem Webinar immer noch invers. Aber ich weiß auch nicht, ich glaube, seit 4-5 Monaten haben wir die immer wieder bei uns dabei. Sie wird sich jetzt langsam auflösen und wird nicht mehr invers sein. Und der Punkt ist dann der, wenn wir nicht mehr invers sind, ist in der Regel so, auch hier in grün hinterlegt, kommt die Rezession. Zum Thema Rezession sage ich aber später nochmal was. Ich möchte aber nur schon mal eines mitgeben, zum mal drüber nachdenken. Wenn jeder über die Rezession spricht und sich jeder der gleichen Meinung ist, dass jetzt die Rezession kommt, dann sollte man sich mal die Frage stellen, ob sie wirklich jetzt kommt. Sie wird kommen, ja, aber vielleicht erst in einem Jahr, eineinhalb Jahren. Reden wir dann später nochmal drüber. Grundsätzlich ist mir einfach nur Folgendes wichtig, dass die SARM Rule, das hat der Flohfang schon mal gezeigt, anzeigt, okay, Wahrscheinlichkeit für Rezession nimmt zu. Und wenn die inverse Zinsstruktur sich auch noch auflöst und auch noch sehr, sehr steil wird nach oben, soweit sind wir noch nicht, aber auch noch sehr, sehr steil wird nach oben, dann haben wir einen weiteren Punkt für die Rezession. Aber sie ist noch invers. Gehen wir weiter. Und das ist das, wo ich sage, Wirtschaft, Rezession ist das eine, Aktienmarkt ist das andere. Das beste Beispiel dafür erleben wir doch hier live in Deutschland. Wir wissen doch, dass in Deutschland die Wirtschaft schwierig ist. Wir bekommen lauter schlechte Einkaufsmanager-Indizes, lauter schlechte Wirtschaftsnachrichten und trotzdem notiert der DAX nahe dem Allzeithoch. Heißt also, wir müssen unterscheiden zwischen Kapitalmarkt und Wirtschaft. Irgendwann gleicht sich das wieder ein bisschen an, okay? Aber es kann kurzfristig immer wieder mal größere Ausschläge nach oben und nach unten geben. Was ich jetzt hier mal für euch dabei habe, da werde ich dann auch später nochmal eine Grafik zeigen aus dem Jahresausblick ist, der Flo hat vorhin was von Schrottanleihen gesagt und Schrottanleihen einfach ausgedrückt sind einfach Unternehmen mit einer schlechten Bonität, die normalerweise in Krisenzeiten massiv fallen müssen, weil Kapital sucht sich immer den Platz, weniger Risiko, gleicher Ertrag oder mehr Ertrag. Und dann darf man sich doch mal bewusst die Frage stellen aktuell, warum wird doch, wenn die Krise da sein sollte am Kapitalmarkt, warum werden weiterhin Schrottanleihen gekauft? Und das werden sie noch. Denn das war die Folie jetzt hier mit dem vorbörslichen Kurs am Montag bei 77,12. Und jetzt sind wir wieder bei 77,87. Das heißt also, und das ist nachweislich, das habe ich die letzten Monate auch schon dabei gehabt, das bedeutet im Prinzip, einfach ausgedrückt, Folgendes. Das große Kapital kauft immer noch Schrott. Die Frage ist für uns, die wir uns stellen müssen als Anleger am Aktienmarkt, warum tun sie das? Die Antwort wird wahrscheinlich sein, weil die großen Kapitalgeber Stand heute noch nicht für den Aktienmarkt das große Risiko sehen. Wann sehen sie denn ein großes Risiko? Immer dann, wenn diese rote Linie hier, diese weiße Linie, das ist die 200er-Tage-Linie, von oben nach unten schneidet. Das hier war der Oktober, November 2021. Da war jeder noch gut drauf am Aktienmarkt. Ne? Da gab es sogar nochmal ein neues Allzeithoch am Aktienmarkt. Alle waren super drauf. Aber der Schnittpunkt hier kam schon im Oktober, November 2021. Im Jahr 2022 hatten wir dann Zinsanhebungen, Inflation,
und Russland-Ukraine am Aktienmarkt. Im Jahr 2024 war es so, dass das Jahr begonnen hat mit einem Schnittpunkt nach oben, das ist sehr positiv zu werten für den Aktienmarkt. Und solange die rote Linie hier oberhalb dieser Linie handelt, ist für den Aktienmarkt tendenziell nicht das große Risiko auszurufen. Es ist erst dann auszurufen, aufgrund der letzten 20, 25 Jahre, immer dann, wenn dieser Schnittpunkt kam. Und dieser Schnittpunkt kam vor Lehman Brothers, ein halbes Jahr vorher oder Vierteljahr vorher. Er kam vor Griechenland, er kam vor Brexit, er kam vor der Krim, er kam immer wieder davor. Corona war ein Sondereffekt, das war sofort da. Okay? Das war das einzige Mal, wo es nicht geklappt hat. Ansonsten hat es geklappt. Und dazu dann später auch eine schöne Grafik. Denn das nennt man im Fachjargon High Yield. High Yield sind immer Schrottanleihen. Golden Cross. Und das heißt im Prinzip, ich gehe nochmal eine Folie zurück. Immer dann, wenn die rote Linie von unten nach oben kreuzt, ist das für den Aktienmarkt eine Phase in Summe von Ruhe. Immer dann, wenn die Linie von oben nach unten kreuzt, ist es für den Aktienmarkt Stress. Und dann ist mal so eine Untersuchung gemacht worden. Immer dann, wenn die Linie, also wenn, immer dann, wenn die rote Linie oberhalb der weißen Linie war, okay, war man investiert. Und dann ist die blaue Linie hier der Profit, den man hatte. Immer dann, wenn man die Kreuzung hatte von rot oben nach unten kommend, war man nicht investiert. Und in dem Moment hat man halt keine Aktien gehabt. Und schaut euch das mal an. Lehman Brothers, den Weg nach unten, nicht mitgemacht. 2015, 16, 17, den Weg nicht mitgemacht. Griechenland kurz bisschen mitgemacht, aber nicht viel. 2018 bis 2019, hier in dieser Phase, nicht mitgemacht. Hier gekauft. Corona. 2021, 22, hier nicht gekauft. Und jetzt ist man hier. Und dann kam jetzt der Golden Cross wieder. Bedeutet also, solange, nochmal hier zurück, solange der Markt das große Kapital immer noch kauft, solange ist für den Aktienmarkt in Summe aus unserer Sicht die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass immer noch Ruhe herrscht. Natürlich unter Schwankungen und natürlich gibt es immer welche Überschriften, die dementsprechend Märkte nach unten und nach oben bewegen. Aber das hier ist enorm wichtig. Das ist heute nochmal herausgestellt. Letzten zwei, drei Monate habe ich es auch schon dabei gehabt und jetzt habt ihr es heute auch nochmal gehört. Bitte versucht euch das ein Stück weit zu merken und anzuwenden, wenn ihr wollt. Gut, dann gehen wir weiter. Was wird denn nach an diesem Tag, das war der Montag, was wird auf einmal von der Fed erwartet? Von der Fed wurde auf einmal erwartet, dass im September eine Zinssenkung zu 99,5% sicher ist von 0,5%. Es gab sogar Stimmen, die sofort gefordert haben, 0,75%. Als ich diese Überschriften gelesen habe, habe ich den Kopf, also meine Hände über den Kopf zusammengelegt und habe mir gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Denn wenn wirklich dieser Zinsschritt sofort käme als Notfallzinsschritt, dann hätten wir am Aktienmarkt wirklich eine komplette Eskalation nach unten. Weil dann ist es richtig, da kommt die richtige Eskalation, weil dann passiert etwas nach dem Motto oder dann wird es im Kopf so gespielt, oh mein Gott, was weiß die Fed, was wir nicht wissen, ich verkaufe alles. Und zum Glück kam es nicht und es wird wahrscheinlich auch nicht kommen. Denn mittlerweile ist es wieder so, dass der Zinsschritt mit einer fast 100%igen Wahrscheinlichkeit von 0,5 nun auf plötzlich nur noch 64,5% beträgt und plötzlich wieder fast 40-35% sagen, naja, vielleicht haben wir ein bisschen überreagiert, vielleicht langt auch 0,25. Und ganz ehrlich, ich hoffe, dass es nur 0,25 ist. Denn wenn es 0,5 wären, dann ist es kein gutes Zeichen für die Wirtschaft. Das wird sich im September noch zeigen, das wird sich hier noch ein bisschen ausspielen. Aber ich hoffe es für uns alle als Anleger am Aktienmarkt, dass die jetzt 0,25 machen, weil dann haben wir voraussichtlich noch ein bisschen Ruhe am Markt. Das wird sich aber zeigen. Aber, und da gehe ich noch eins zurück, was macht die Inflation? Und da reden wir schon seit einem Jahr auch drüber, gebetsmühlenartig fast, dass die Inflation fällt. Das heißt nicht, dass die Inflation nicht mehr da ist. Das heißt nur, Preise steigen weniger. Okay? Und warum ist das so? Ich habe die Grafik heute mal nicht mit dabei. Das ist einfach nur wegen einem Grund. Das ist die Ausweitung der Geldmenge M2 im Verhältnis vom Vorjahr immer wieder gemessen. Bringe ich das nächste Mal gerne wieder mit.
Grundsätzlich ist es so, über Trueflation, das ist ein schöner Indikator dafür, dass die eigentliche offizielle Inflationsrate momentan anhand ihrer Daten bei 1,5% liegen würde. Laut Government liegen wir bei knapp 3% oder 2,6%. Ich persönlich tue mich mit Statistiken schwer, die von der Regierung gemacht werden. Ich gehe immer gerne den Weg und schaue mir mal andere Statistiken an, wie zum Beispiel Trueflation Rate, und die sagen aktuell 1,5%. Selbst wenn die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt, sind wir immer noch bei 2,2%, 2,3%, irgendwie sowas. Okay? Das ist in Ordnung. Und deswegen gehen wir davon aus, schon seit langem, dass die Fed die Zinsen senken wird. Und ich hoffe nicht um 0,5, sondern um 0,25. Und die Wahrscheinlichkeit steigt wieder, ne? Gehen wir nochmal zurück, dass es wirklich 0,25 sein wird und nicht 0,5 im September. Und wir haben jetzt im August das Jackson Hole Meeting, da treffen sich alle Notenbanker. Und ich gehe mal davon aus, dass Jerome Powell dann durch die Blume ankündigen wird, ja, wir werden im September 0,25 machen. Das wird er so offiziell nie so sagen, aber das wird dann so rausgelesen werden, dass dann, ich hoffe, dass die Wahrscheinlichkeit dreht, dass wir hier nach oben gehen mit der 0,25 und hier mit der 0,5 langsam wieder abbauen. Okay, dann gehen wir zu dem Thema Panik an den Märkten, doch etwas passt nicht. Und das war der Punkt, den der Flo vorhin besprochen hatte, wo wir am Montag für uns gesagt haben, okay, es macht Sinn, vermeintlich zu kaufen. Und zwar einmal nochmal der Punkt, und das ist jetzt live heute nochmal. Ich habe den Montag abgewartet hier mit diesem Junk Bond, also hier jetzt in Kerzenform wieder, weil es schöner zu sehen ist, nochmal kurz. Also Schrottanleihen, die werden wieder gekauft und die Frage ist doch einfach nur, warum? Das kann nur der Markt für uns beantworten, aber der Markt ist intelligenter als wir alle zusammen. Vor allem der Anleihemarkt. Und das sind Anleihen hier. Und die Großen kaufen Anleihen und da war er bei 77,51 und mittlerweile sind wir wieder bei 77,80 dort oben. Das heißt im Prinzip, am Junkbond-Anleihemarkt ist nichts passiert, gar nichts. Es wird weiterhin gekauft. Und solange das da ist, ist für den Aktienmarkt tendenziell Ruhe zu erwarten, tendenziell. Gehen wir weiter. Dann zum nächsten Punkt. In weiß hier ist der S&P 500 diesmal logarithmisch dargestellt. Und in Gelb hier ist die globale Liquidität, beziehungsweise das in Weiß ist der ETF für den S&P 500. Und im Prinzip hat sich am Mittwoch, die Woche zuvor, schon gezeigt, dass plötzlich in dieser globalen Liquidität hier in Gelb so ein Schwung nach oben kam. Der schaut jetzt hier im monatlichen Bereich sehr klein aus, er war aber im täglichen Bereich in Summe sogar ziemlich groß. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt wurde schon gemessen, aha, es kommt wieder vermehrt Liquidität ins System und Liquidität ist und bleibt gut für Aktienmärkte und deswegen sehen wir hier so einen Gleichlauf zwischen S&P 500, wo mal die Liquidität oberhalb ist und mal kurz der S&P oberhalb ist, aber tendenziell ist für uns einfach eines zu merken, wenn die globale Liquidität zunimmt, ist es für den Aktienmarkt tendenziell gut, solange nicht exorbitant Schlimmes passiert und der Junkbond, also der Schrottmarkt, zeigt es nicht an. Dann gehen wir weiter zum Nasdaq. Beim Nasdaq ist es ebenso, also der Technologieindex in den USA. Auch hier schaut her, globale Liquidität in Gelb, Nasdaq in Weiß. Es gibt ein Überschießen und mal ein Unterschießen. Im Prinzip ist nur eines wichtig, die Liquidität nimmt wieder zu und Liquidität ist das, was die Börsen langfristig betrachtet treibt. Und das ist auch der Grund, warum Börsen teilweise mal steigen, oder stärker steigen oder fallen. Hier Liquidität ist massiv gefallen, Aktienmärkte haben es eingepreist. Hier Liquidität fängt wieder an langsam zu steigen, Aktienmärkte. Schaut jetzt hier aus, als wäre hier eine Schere aufgegangen. Es ist tatsächlich nicht so, das ist nur in dieser Monatsdarstellung so. Tendenziell ist es aber so, dass die Liquidität steigt. Und dann gehen wir zum nächsten Punkt und zwar Bitcoin und die globale Liquidität. Und solltet ihr auch hier einen Zusammenhang erkennen, kann es Zufall sein oder vielleicht auch nicht. Und deswegen auch hier Bitcoin in Weiß, die gelbe Linie ist die Liquidität. Und auch hier ist es so, wenn die Liquidität massiv steigt, steigt der Bitcoin-Preis, ja, und so weiter und so fort. Und wenn dann dementsprechend die Liquidität wieder ausgebaut wird, wovon wir übrigens ausgehen, ich zeige euch gleich warum, gehen auch wir davon aus, dass der Bitcoin oder Krypto allgemein Risk Assets, also Risk Assets sind Anlagen, die risikobehafteter sind, wie zum Beispiel Aktien, wie zum Beispiel Technologieaktien, wie zum Beispiel Kryptowährungen, wie zum Beispiel auch Junkbond, also Schrottanleihen. Ja? Und dementsprechend gehen wir davon aus, dass diese Liquidität jetzt reinkommt
und die Märkte tatsächlich nochmal unterstützen wird. Ich komme dann nochmal später zu dem Thema Rezession, aber tendenziell gehen wir davon aus, dass jetzt Liquidität reinkommt und die Märkte unterstützen wird. Und weiter geht's. Hier nochmal ein Bitcoin, jetzt halt nicht logarithmisch, sondern einfach nur hier als Chart und die Liquidität dazu. Und die Liquidität baut hier vermeintlich an einem Ausbruch nach oben. Das bedeutet im Prinzip, wenn sich manche fragen, wie kann man jetzt die Liquidität charttechnisch messen, das ist doch nicht sinnvoll, doch, es ergibt Sinn, denn anhand dessen konnten wir die Arbeitslosigkeit vorhersagen am Anfang des Jahres, dass anhand dessen unsere Indikatoren angezeigt haben, dass die Arbeitslosenquote wahrscheinlich steigt wegen unserer Indikatoren, ja, und sie fängt an zu steigen und sie ist gestiegen, wie viele, viele andere Sachen auch, die unsere Indikatoren mittel- bis langfristig angezeigt haben. Und deswegen gehen auch wir davon aus, dass die Liquidität mit hoher Wahrscheinlichkeit hier einen Ausbruch nach oben erleben wird und dementsprechend das Anlageklassen wie Gold, Silber, Bitcoin und so weiter und auch Aktienmärkte natürlich unterstützen wird und die nochmal hochtreiben werden. Ja, deswegen sind wir in Summe positiv und das passt eben auch nicht, dass jetzt alle so panisch sind, aber die Liquidität wird wieder ausgeweitet. Dann gehen wir noch weiter zum Liquiditätszyklus. Das ist eine Folie aus unserem Jahresausblick, die wir hier von Cross-Border Capital haben. Und zwar ist es so, dass die Liquidität einem Zyklus unterliegt, hier in rot gestrichelt. Und es gibt immer Zyklen, wo Liquidität tendenziell aufgebaut wird und es gibt Zyklen, wo Liquidität tendenziell abgebaut wird. Und wir sind nun mal im Jahr 2024 hier unten, wo tendenziell anhand der Zyklik, anhand der Rhythmen, die Liquidität aufgebaut werden sollte. Und das sehen wir ja schon das ganze Jahr über. Wir sehen in den Schweiz Zinssenkungen, in der Schweiz Zinssenkungen. Wir sehen in Europa Zinssenkungen. Wir sehen in China Zinssenkungen, Brasilien Zinssenkungen, Großbritannien Zinssenkungen, Kanada Zinssenkungen, USA wird folgen. Und da werden noch weitere Sachen kommen. Nur Japan versucht, den anderen Weg zu gehen. Und dazu noch ein Punkt heute. Der japanische Co-Premierminister für die Notenbank in Japan, der hat sich heute entschuldigt und hat gesagt, es tut uns leid, dass wir so eine hohe Schwankung am Aktienmarkt ausgelöst hätten. Das werden wir nicht mehr machen. Wir werden dementsprechend darauf achten, dass wenn wir etwas tun, dass die Schwankung nicht mehr kommt. Das ist im Prinzip eine Bankrotterklärung für jede Art von Währung, aber ein Stück weit auch für das Geldsystem oder vor allem für den japanischen Yen. Weil wie kannst du etwas entscheiden und dich danach entschuldigen nach dem Motto, oh, es tut uns leid, dass jetzt der 20% der Nikkei gefallen ist und es werden künftig das nicht mehr machen. Das ist eine komplette Bankrotterklärung für Notenbanker. Und auch das heißt im Prinzip, von Japan ist normalerweise jetzt aktuell nichts mehr zu erwarten, was den Zinserhöhungszyklus betrifft, sondern sogar eher wieder das Gegenteil. Auch das ist dann wieder liquiditätsfördernd. Und deswegen gehen wir davon aus, dass auch hier Liquidität kommt. Und dann sind wir beim nächsten Punkt. Der Flo hat es vorhin schon mal gezeigt mit dem Volatilitätsindex, der ganz oben an der Spitze war mit Corona und Lehman Brothers und so weiter. Und das Sentiment, also die Anlegerstimmung, die war am Montag am Tiefpunkt und wir hatten extreme Angst. Und immer dann, wenn extreme Angst am Markt herrscht, ist es tendenziell sehr, sehr interessant, Aktien zu kaufen. Das heißt, nicht sofort zu kaufen, sondern mal genau zu überlegen, welche Aktien will ich haben, zu welchem Preis, mit welchem Preis bin ich einverstanden. Ja, und das war so am Montag, da waren wir hier bei 19 in der extremen Angst, sind heute, glaube ich, immer noch bei 16 oder 20 oder irgendwie sowas. Also das heißt, wir sind ja bei weitem noch nicht draußen. Es ist eine sehr, sehr hohe Unsicherheit da. Und dann gehen wir zum nächsten Punkt. Das habe ich am Montag angesprochen bei uns intern in der Ausbildung. Das ist Dienstag hier, die Grafik. Diejenigen, die schon lange dabei sind, wissen, was das ist. Ich erkläre es nochmal kurz. Hier in schwarz ist der S&P 500. Hier in rot-braun sind die Positionierungen von Privatanlegern, also sprich, wie viele Private kaufen den Aktienmarkt oder aber wie viele verkaufen den Aktienmarkt. Also hier oben kaufen und hier unten verkaufen, in rot-braun. Und in blau sind es die Profis. Und im Prinzip ist es wieder passiert, wie es eigentlich immer passiert, wenn Panik herrscht, wenn ja, einfach die pure Angst teilweise da ist. Die Privaten plötzlich sind hier eingebrochen und ich gehe davon aus, dass wenn ich das morgen mir anschaue, dass die Privaten noch tiefer sind und die Profis, was haben die gemacht? Die haben sich massiv eingekauft. Auch das ist im Prinzip sehr, sehr interessant, denn wenn doch alles jetzt so schlimm wäre und morgen die Welt untergeht, warum kaufen dann jetzt massiv die Profis
so wie sie es jetzt aktuell hier machen, wie sie es hier gemacht haben, wie sie es hier gemacht haben, wie sie es auch hier gemacht haben und so weiter. Okay? Das heißt im Prinzip einfach nur auch hier Profis kaufen, private verkaufen. Das heißt im Prinzip bitte Ruhe bewahren. Aus unserer Meinung. Und dann komme ich noch zum Thema Volatilität vom Flo, was er vorhin gesagt hat. Und da habe ich jetzt den Nikkei dabei, das ist der japanische Aktienindex. Und schaut doch mal an, das ist hier der Volatilitätsindex für Japan. Und der war hier am Montag bei 70 oben. Er war nur in der Dotcom-Blase höher. Nicht mal Corona hat er mit diesem Kerzenchart, mit diesem Linienchart hier geschafft. Also doch, diesmal hat er es geschafft. Aber im Prinzip, er war höher als in Corona-Zeiten. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was da für eine Angst geherrscht hat, für eine Panik ausgedrückt in der Schwankung. In dem Moment Schwankung nach unten. Also auch hier, extrem. Aber in der Regel ist es so, wenn extreme Phasen auftreten, sowohl oben als auch extreme Gier, dann sollte man meistens mal schauen, ob man das Gegenteil macht. Sprich, hier oben kaufen und in der Gierphase tendenziell verkaufen. Mal rein theoretisch jetzt nur mit diesem Volatilitätsindex gezeigt. Dann gehen wir nochmal weiter. Und das, was wir erlebt haben am Montag, ist ein Stück weit historisch. Und es wäre noch viel, viel, viel historischer geworden, wenn der Volatilitätsindex, der VIX, den der Flo am Anfang gezeigt hat, tatsächlich auf 60 geblieben wäre. Aber er war bei 65 in der Spitze und ist immer weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter und hat bei 38 geschlossen. Am Tag davor, also am Freitag, war er geschlossen gehabt bei 23 Punkten und hat hier bei 38 Punkten geschlossen. Also man sieht hier, die Schwankung war höher, somit war die Angst höher. Wir haben hier den zweithöchsten prozentualen Schlusskurs, also die zweithöchste Veränderung, die jemals im Volatilitätsindex gemessen wurde. Die zweithöchste. Die wäre noch viel, viel höher gewesen, wenn der Handelstag mit dem Volatilitätsindex von 50 oder so beendet worden wäre, dann hätten wir hier einen neuen Rekord gehabt. In einer täglichen Veränderung. Und dann seht ihr mal, was für Extreme dort am Montag waren, aber auch gleichzeitig, was für fragile Situationen teilweise entstehen können. Und das ist übrigens auch der Punkt wegen der Fragilität, dass Notenbanken verdammt sind, zu unterstützen. Im positiven als auch im negativen Sinne. Dann gehen wir weiter zu den Märkten und zu den Unterstützungen und dann zu den Annahmen und unseren Indikatoren. Ich mache jetzt mal ganz kurz den S&P 500, hier in weiß der S&P 500. Und wir sind am Montag darunter gegangen auf 5.128, waren vielleicht sogar mal kurzfristig einen Schnaps tiefer. Aber tendenziell ist die Erwartung von uns, dass im Worst Case nochmal Folgendes passieren kann, dass wir jetzt nochmal ungefähr auf die knapp 5.000 Punkte nochmal kurz konsolidieren. Das kann sein, muss nicht. Ja, wir waren heute bei 5.200, 5.250, 300, irgendwie sowas. Das heißt, dass wir jetzt hier noch wegen so 4-5% hin und her schwanken können, um dann ab hier dann tendenziell in die Kaufzone reinzulaufen, um dann tendenziell gekauft zu werden. Unsere Annahme Stand heute, S&P 500. Das sind auch verschiedene charttechnische Unterstützungen, aber grundsätzlich mal 5.000 Punkte, ist eine schöne runde Zahl. Im Worst Case könnt ihr nochmal hingehen, könnt ihr euch auch merken. Der Nasdaq im Prinzip, der war am Montag bei 17.400, glaube ich mal, im Tief. Es kann sein, dass wir vielleicht nochmal kurzfristig eine 17.000 haben, kurzfristig, aber auch das sind 4-5%. Ihr seht hier, vorbörslich waren wir schon in dieser Box drin, das ist genau das hier. Das ist eine Aufwärtstrendlinie von da unten kommend, mit verschiedenen anderen Punkten verbunden. Das heißt im Prinzip, irgendwo hier, wenn es das nicht schon war, sollte das tief drin sein anhand diverser charttechnischer Berechnungen, ja, dass wir irgendwo hier das Tief haben können, ja, um dann von dort eine Basis zu bauen, um nach oben zu laufen. Wie weit? Gleich später nochmal was dazu. Beim Dow Jones ähnlich, da waren wir hier vorbörslich, das ist jetzt alles der ETF dazu, aber das ist schon schöner zu zeigen, weil ich weniger da rumgemalt habe mit verschiedenen Linien. Und im Prinzip auch hier der Dow Jones, es kann sein, dass wir hier nochmal ungefähr auf die 36.000 Punkte laufen könnten, ja, könnten, aber um dort auch eine Basis zu bauen, um dann dort wieder hochzulaufen. Dann gehen wir noch weiter zum DAX. Der DAX auch hier, der war bei 17.000 Punkten. Ja, seht ihr mal hier, sehr, sehr stark abverkauft. Im Prinzip wurde fast an einem oder zwei Tagen
fast der gesamte Gewinn aus dem Gesamtjahr 2024 abverkauft. Und deswegen kann es sein, dass der DAX nochmal in den Bereich von 16.500 geht oder irgendwie sowas. Das kann schon nochmal sein. Das sind nochmal 5-6% nach unten, um dann dort eben eine sogenannte Basis zu bauen, eine Bodenbildung zu etablieren und dann dort sich langsam wieder auf den Weg nach oben zu machen in den Bereich 18.500, 19.000. Und der Grund dafür ist Liquidität. Ja, Liquidität. Das ist der Grund. Dann gehen wir nochmal weiter. Gold. Gold hat sich in der Zeit einigermaßen gut gehalten und auch da ein Punkt, der Flo hat es vorhin gesagt, der sichere Hafen ist in der Regel nicht Gold bei solchen Events, sondern der sichere Hafen ist in dem Moment der US-Dollar. Weil alles wird verkauft, alles, um eben liquide zu bleiben und deswegen kaufst du in dem Moment den Dollar. Aber auch der Goldpreis hat am Montag gar nicht so stark korrigiert. Da war man mit 1% im Minus oder 1,5 oder sowas und ist dann wieder ein bisschen hochgekommen. Also im Prinzip, wenn wirklich eine riesen Sell-Off, also ein riesen Panik-Event nach unten käme, dann müsste selbst Gold mal 2,5-3% korrigieren, was es auch nicht getan hat. Ja, deswegen ist bei uns Gold so tendenziell aktuell leicht seitwärts tendierend in den Bereich vielleicht von 2300 und dann von dort aus wieder nach oben zu laufen. Wie weit, zeige ich dann später. Silber, auch hier, wir sind bullish auf Silber. Kurzfristig gibt es halt noch ein bisschen Verkaufsdruck. Okay, also wir gehen davon aus, dass Silber im Worst Case, ne, nochmal in den Bereich von 26,50 in Dollar läuft, aber von dort aus dann auch hier die Bodenbildung etabliert, vielleicht 26 oder sowas, um dann von dort aus hochzulaufen. Das ist ein bisschen der charttechnische Aspekt. Jetzt kommt aber dann der Punkt noch dazu mit unseren Indikatoren, ja, weil wir treffen ja gerade nur Annahmen und deswegen möchte ich auch die Indikatoren mal mit reinholen. Und deswegen gehe ich jetzt zu den Annahmen und Indikatoren schon weiter. Und zwar, das hier ist jetzt ein Ausschnitt aus unserer Investorenausbildung. Und ihr seht jetzt hier, dass die Indikatoren anhand unserer Indikatorenbank schon sehr, sehr weit unten ist. Ja, das ist noch nicht ganz unten. Also wir brauchen noch einen kleinen Schnaps. Deswegen kann es schon sein, dass wir im S&P nochmal diese 5000 Punkte anlaufen, ungefähr. Das wäre genau die 200er-Tage-Linie, völlig in Ordnung. Und dann wären wir übrigens immer noch höher als im April, Mai. Und diejenigen, die schon länger uns verfolgen, wissen, dass wir gesagt haben, nicht sell in May and go away, sondern tendenziell buy in May and stay. Also kauft im Mai und bleibt drin. Denn wir bleiben dabei, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der S&P 500 hier nochmal eine Bodenbildung baut, um dann nochmal hochzulaufen. Und wie hoch? 6.000 bis 6.500 Dollar, Punkte, sorry, da kann er hinlaufen. Warum? Liquidität. Und ich habe letztes Monat gezeigt, dass der S&P 500 einen Ausbruch geschafft hat im Verhältnis zur Geldmenge M2. Und in diesem Bild ist im Prinzip gar nichts passiert. Der Ausbruch ist weiterhin vonstatten, der Ausbruch ist weiterhin aktiv. Den bringe ich beim nächsten Mal gerne wieder mit, um es abzudaten. Aber tendenziell gehen auch wir davon aus, dass jetzt dann hier der Markt steigt. Der Nasdaq ähnlich, auch hier wird es jetzt noch wegen so hin und her Schaukelbörsen geben, ne? 18,3 hoch, 18.000 runter, vielleicht nochmal 17,5, um dann irgendwo die Basis zu bauen. Wie weit in dem Bereich von 21.000, 22.000 Punkten, das haben wir auch letztes Monat gesagt, da hat sich bis dato auch nichts verändert. Auch wenn die Rezessionsindikatoren zunehmen, das ist absolut richtig, nur wenn jeder über das Thema Rezession spricht, dann gibt uns der Markt, dann macht uns der Markt nicht den Gefallen, dass die Rezession dann kommt. Die Rezession kommt immer erst dann, und auch der vermeintliche Rückgang am Aktienmarkt, okay? Der kommt immer erst dann, wenn die Menschen plötzlich umkippen und sagen, ach, ihr mit eurer SARM-Rule, ihr mit eurem, mit eurer invertierten Zinsstruktur, ihr mit euren anderen Sachen. All diese Indikatoren schlagen schon seit einem halben Jahr Alarm. Und was ist passiert? Nichts. Dieses Mal ist es anders. Dieses wird dann so geframed. Und dann ist es meistens nicht anders. Das heißt, dann irgendwann in der Zukunft kommt der Rückgang an den Stärken, an den Aktienmärkten, ja, aber so weit sind wir noch nicht. Und um in der Analogie des Fußballs nochmal zu bleiben, da habe ich die letzten Monate auch schon gesagt, ein Fußballspiel hat bekanntlich 90 Minuten plus Nachspielzeit. Und dann ist es so, dass wir jetzt Stand heute ungefähr in der 80. Minute, 85. Minute sind. Dieser Spielzeit und dementsprechend kommt irgendwann der Schlusspfiff, aber noch nicht jetzt. Gold, aktuell tendieren wir eher so seitwärts, weil Indikatoren aktuell zeigen auch gar nichts an Verkaufssignale, tendenziell eher Verkauf oder seitwärts laufend.
Und das heißt, auch hier gehen wir davon aus, dass Gold in den Bereich von 2,3 vielleicht hingeht und dann auf 2,7, 2,8, 2,9 bis 3.000 Dollar steigen kann. Das sagen wir auch schon seit mehreren Monaten, dass das wahrscheinlich sein kann. Ja. Natürlich, jetzt hat immer vorhergesehen, dass jetzt nichts Außergewöhnliches passiert mit Iran, Israel oder anderen Sachen. Aber tendenziell zeigen uns unsere Indikatoren aktuell das nicht an. Und selbst wenn Gold schon jetzt steigen würde, habe ich auch kein Problem damit. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist nur so, dass wir tendenziell eher seitwärts laufen, um dann zu steigen. Beim Silber wiederum schaut es schon ein bisschen anders aus. Da sind wir schon etwas weiter vorangeschritten mit unseren Indikatoren. Und auch hier sehen wir eben tendenziell hier die Bodenbildung, um dann nach oben zu laufen, durchaus in den Bereich von 40, 50 Dollar. Ob das jetzt dieses Jahr kommt oder im ersten Quartal 25, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist unsere Annahme dazu. Also ist auch dort bullish weiterhin. Und der einzige Grund nochmal ist Liquidität. Liquidität, Zinssenkungen, Veränderung des Narrativs, wieder, oh, die Märkte steigen, oh, die Fed senkt die Zinsen. Und deswegen hoffe ich auf 0,25. Oder was heißt, hoffe ich gerne eher davon aus, dass wir 0,25 machen. Und dann verändert sich aber plötzlich wieder alles, was die Gedanken sich betreffen. Aber unter Markt schwitzt trotzdem mit. Deswegen ist es unsere Aufgabe trotzdem zu schauen, was macht dieser Junkbond-ETF? Was machen die anderen Anleihen und so weiter? Also da sind wir schon am Ball. Aber Stand heute sagen sie noch keine Warnung. Und auch beim Bitcoin ist es so, da sind wir noch nicht ganz unten. Wir hätten es gern noch weiter unten nochmal. Ja. Aber tendenziell hier so 55, 50.000 irgendwo hier so einpendeln, um dann nach oben rauszugehen in den Bereich von 90 bis 100 bis zum Jahresende. Das ist unsere Annahme. Ob sie so kommt, das wird sich zeigen. Aber wenn die Liquidität steigt und wir gehen davon aus, dass sie steigt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir nach oben laufen. Dann nochmal kurz was zum Fazit vom letzten Mal. Schaut her, ich habe das mal ein bisschen dabei. Und zwar, ich habe beim letzten Mal gesagt, Renditen fangen an zu fallen. Divergenzen waren schon lange da. Jetzt sind sie massiv stark gefallen. Die Inflation geht weiter wie erwartet zurück. Es kann man auch weiter keine Inflationsdaten, die Angst machen. Invertierte Zinsstruktur müssen wir im Auge lassen. Die Junk Bonds, also das Risiko, Schrottanleihen, die zeigen weiterhin kein großes Marktrisiko an. Und sie sind wieder auf altem Niveau, obwohl doch alles so schlimm war mit dem Japan-Thema. Wir sind im letzten Drittel des Bullenmarktes. Das Gold-Kupfer-Ratio habe ich eine Fragezeichen dahinter gestellt, ob es auf Wachstum dreht. Tatsächlich war es wahrscheinlich ein Fehlsignal, aber das muss man nächstes Mal nochmal anschauen. Rohstoffe stehen weiterhin in den Startlöchern. Dann die Frage beim letzten Mal schon, warum steigt denn eigentlich der Euro zum US-Dollar? Die Antwort ist unserer Meinung nach, erstens mal kündigt dann feine Leitzinsen in den USA an. Und zweitens ist die Welt im US-Dollar verschuldet. Und deswegen muss die Welt, die im US-Dollar verschuldet ist, verträgt keine dauerhafte Schuldenlast, wenn der Dollar immer stärker wird. Und dementsprechend wird der Dollar wahrscheinlich schwächer. Es war eine geringere Marktbreite da, die ist aber sehr stark gestiegen und die ist weiterhin da. Kaufsignal Bitcoin steht in den Startlöchern. Okay, und kam noch mit dieser kurze Abverkauf. Wir sehen dennoch Korrekturpotenzial, kleineres Korrekturpotenzial. Wir haben vom S&P vom Hoch zum Tief haben wir 9% korrigiert. Das ist nicht schlimm. Wir haben immer gesagt, 8-10% Korrektur, völlig normal. Und jetzt sind wir da gewesen. Können es vielleicht nochmal 2-3% mehr sein? Ja, aber im Prinzip haben wir das im letzten Mal gesagt. Allerdings August, September, okay, jetzt kam es Ende Juli, Anfang August. Okay, aber vielleicht korrigieren wir nochmal ein bisschen. Im ersten Halbjahr gab es grundsätzlich viele Ausbrüche an den Märkten und im Sentiment war die erste Gier schon wieder zu sehen. Und immer wenn eine erste Gier da ist, ist es tendenziell schwieriger für Aktien. So, und das ist jetzt unser heutiges Fazit. Das heutige Fazit ist, das System hat gezeigt, mit System meine ich Geldsystem, Schuldensystem und so weiter und Währungssystem, hat gezeigt, wie anfällig es sein kann. Das heißt im Prinzip, allein die Tatsache, dass ich heute Nacht der Notenbankpräsident entschuldigt hat, das beweist schon alles. Du musst dich nicht entschuldigen, wenn du hinter einer Entscheidung stehst, aber das haben sie anscheinend trotzdem machen müssen, weil so viel kaputt gegangen ist kurzfristig und sie damit überrascht waren, dass es so schnell kaputt ging. Gleichzeitig hat es aber auch gezeigt, dass sofort die Notenbanken dazukommen, Liquidität. Das heißt, Zinsen werden fallen, Dollar wird schwächer werden, Notenbanken machen wieder Pause. Ja, das war wie im Jahr 2022 damals mit Großbritannien.
Da war auch die Krise am Aktienmarkt kurzfristig mal ganz stark da, weil Großbritannien auch Probleme hatte mit der Pensionskasse wegen den Anleiherenditen. Und im Prinzip ist dann Folgendes passiert. Die Notenbank in Großbritannien hat sofort beendet. Und das war genau der Startzeitpunkt für Gold von 1700 Dollar gestiegen auf 2,4. Das war der Startzeitpunkt zu diesem Zeitpunkt. Der Carry Trade hat unserer Meinung nach einen Auswasch generiert. Das heißt, jetzt sind die schwachen Hände wieder draußen. Und ich habe es vorgestern habe ich es am Montag gesagt, die Wall Street hat kein Interesse daran, dass wir alle Geld verdienen an der Börse. Die Wall Street hat nur Interesse daran, dass sie Geld verdient. Das heißt im Prinzip, was macht sie? Sie kauft günstig Aktien ein von den Privaten und verkauft teure Aktien an die Privaten. Und wann machen sie das? Vor allem in hohen Panik-Events. Wir hatten so ein Panik-Event. Hier massivste Panik seit Corona. Und was ist passiert? Private haben verkauft, Profis haben gekauft. Private Stimmung ist am Boden, Profis haben gekauft. Ja? Und das haben wir wieder gesehen. In der Regel sind es tendenziell gute Kaufzeitpunkte. Und ich habe es hier nochmal reingeschrieben, hoffentlich senkt die Fed nicht die Zinsen um 0,5. Denn wenn sie wirklich um 0,5 senken würde, heißt es im Prinzip, ja, es ist was kaputt. Ich wünsche mir eigentlich eher, dass es für den Markt bei 0,25 bleibt. Wir werden sehen, aber 0,5 ist nicht gut. Die Rezession wird kommen und wir haben bei uns schon mehrmals gesagt, dass wir verschiedenste Indikatoren haben am Anfang des Jahres, Arbeitslosenquote und invertierte Zinsstruktur und andere Sachen, wo wir angesprochen haben. Sie wird auch kommen, aber der Markt wird immer noch gekauft, weil Anleihen, Schrott steigen noch. Und wenn jeder über die Rezession spricht nochmal, dann kommt sie vorerst nicht, zumindest nicht am Aktienmarkt. Sie kommt aber zumeist dann, wenn sich die Stimmen mehren. Dieses Mal ist es anders. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Denn ich habe am Montag auch letzte Woche schon gesagt gehabt, bei uns intern, ich habe gesagt, Leute, wenn die invertierte Zinsstruktur sich endlich mal wieder reinvertiert, ja, dann denkt bitte dran, wir sind nicht die Einzigen, die das sehen. Ihr werdet dann, wenn das passiert, lauter Headlines, Überschriften sehen, Rezessionsindikator schlägt Alarm, jetzt alles verkaufen und so weiter. Das wird dann dazu genutzt, um Panik zu benutzen. Dann passiert in der Regel am Aktienmarkt nicht so viel, weil die Panik da ist, weil jeder ja verkauft und so weiter. Es passiert dann erst etwas, wenn keine Panik mehr da ist, sondern wenn die Gier da ist. Und die Gier ist dann erst da, wenn die Kurse wieder steigen. Und da sind wir ja aktuell etwas weiter davon entfernt. Deswegen, sie kommt. Wir werden euch darauf hinweisen, auch im Aktienmarkt. Aber bitte erst dann, wenn es heißt, dieses Mal ist es anders. Die globale Liquidität bricht nach oben aus. Die Märkte kaufen, mit Märkte meine ich Kapitalmärkte, kaufen weiterhin Unternehmen mit schlechter Bonität. Und solange das passiert, sind die Aktienmärkte tendenziell nach oben gerichtet. Und deswegen ist unsere Annahme, dass mit dieser Panikreaktion wirklich die Basis gelegt worden sein kann für neue Allzeithochs wegen der Liquidität. Wenn dann aber diese neuen Allzeithochs kommen, dann ist die Gier da, dann heißt es, dieses Mal ist es anders und dann ist es meistens nicht anders. Und dann ist der Punkt wahrscheinlich, wo wir dann schauen müssen, was machen die Schrottanleihen, die Unternehmensanleihen mit schlechter Bonität? Haben wir die Kreuzung? Haben wir die SAM-Rule, die wirklich passt? Haben wir die invertierte Zinsstruktur, die wirklich massiv steil wird? Haben wir das alles? Aktuell haben wir, in Anführungszeichen, solange wir jetzt gerade sprechen, nur die SAM-Rule. Wir haben weiterhin eine invertierte Zinsstruktur, wir haben Panik, wir haben kein Allzeithoch, wir haben Abverkauf. Und weiterhin werden immer noch schlechte Anleihen gekauft. Und deswegen sagen wir neue Allzeithochs. Und das war's dann eigentlich, Flo. Bist du auch noch da? Ich bin da, ja, sehr schön. Also danke, Stefan. Ich glaube, du hast die Leute sehr, sehr gut abgeholt. Wir würden jetzt an der Stelle bitten, eure Fragen in den Chat hineinzugeben. Ich werde es der Reihe nach vorlesen. Bitte
Ich komme jetzt gleich reingeballert. Das ist tatsächlich so, man rutscht es nach oben durch und dann kann es sein, dass ich was überlese. Deswegen, wenn eure Frage nicht vorgelesen wird, bitte nochmal reinschreiben. Seid penetrant. Das ist kein böser Wille. Dietmar, was ist oft von offenen Immobilienfonds bezüglich Risiko im Vergleich zu Aktienfonds oder ETFs zu halten? Also Immobilienfonds sind hochriskant. Wir haben da, ich habe da auch schon viele Headlines jetzt schon gezeigt in Webinaren. Union Investment hat jetzt zum Beispiel mal ihren Flagship-Immobilienfonds um, Stefan, ich will nicht falsch sagen, 20% oder 25% an einem Tag abgewertet. Der ZBI Immobilien für private Immobilien, ja genau. So ist es. Und du darfst aber trotzdem nicht verkaufen. Also das ist aus meiner Sicht hochriskant und bei Aktien ist es eben so, es ist nachweislich die bestlaufendste Anlageklasse der Welt. Heißt nicht, dass die nicht schwankt, das musst du hinnehmen. Wenn du das nicht hinnehmen kannst, dann musst du dein Geld aufs Sparbuch legen oder andere Sachen damit tun, wirst aber damit nicht diese Renditen erwirtschaften, die du auch brauchst, um ein Vermögen aufzubauen und nicht der Inflation einheimzufallen. Ja. Ah, die Stefanie, ja, das ist ja lustig. Ich bin so froh, dass ich bei euch investiert bin und ich freue mich auf die Veranstaltung Ende August in Köln. Da haben wir eine Vornacht tatsächlich, so ist es. Stefan ist nicht da, aber ich werde dort sein. Wir haben auch eine Weinverköstigung, Stefanie. Werden wir mal schauen. Genau. Ja, Uwe, jetzt kaufen oder noch ein wenig warten? Was ist los, Stefan? Uwe, also wir haben gekauft. Auf was willst du warten? Es kann sein, und so, ich habe es gerade gesehen, dass Aktien noch mal ein bisschen nachgeben. Ich gehe ehrlich gesagt auch davon aus, dass es noch mal ein bisschen runterkommt. Ne? Wir haben ja gesagt, es wird so an die 200er-Tage-Linie gehen. Was ist das? Das sind vielleicht noch mal 5%. Es kann aber auch sein, dass es einfach weitergeht. Und das Risiko ist jetzt größer, dass es einfach weitergeht, als dass es jetzt noch mal vielleicht 4%. Also Chance, Risiko ist aus meiner Sicht klar zu Richtung Chance deutend. Soll man noch ein wenig zuwarten, Markus, mit den Aktienverkäufen? Wie gesagt, aus meiner Sicht geht es auch darum, du musst ein System entwickeln, weil heute Abend, wir haben das wirklich gesagt, das ist wie so eine Art kleine Notfallsitzung. Und das ist wie, das, was wir hier machen, ist ein Service. Wir wollen euch sagen, kaufen oder verkaufen, aber das geht nicht die ganze Zeit. Und vor allen Dingen solltest du dich auch nicht von uns abhängig machen. Das ist ganz wichtig von unserer Meinung, sondern du musst ein System erlernen, um das selbst entscheiden oder bewerten zu können. Und wenn du da noch keins hast, dann bitte melde dich bei uns zum Gespräch. Ich kann hier nochmal den Link dazu reingeben, investorenausbildung.de oder kurz / anmelden. So, und da bitte einfach mal drüber sprechen. Wie gesagt, da wird ja auch nichts einfach so verkauft, keine Waschmaschine oder so ein Spaß. Wir werden alle Vor- und Nachteile da offenlegen und dann kannst du das Ganze selbst entscheiden. Dann, wie immer, Spitze, Stefan, mit Ausrufezeichen, sehr gerne, nehmen wir auch. Was haltet ihr von Immobilien in Japan? Boah, das ist natürlich schon ein sehr komplexer Markt. Würde mir jetzt nicht zutrauen, Immobilien in Japan bewerten zu können. Wie sieht es bei dir aus, Stefan? Kein Thema. Also da bin ich völlig raus. Ja, das ist für uns sehr schwer. Könntet ihr bitte einen ETN für Silber empfehlen? Habe ich jetzt ad hoc keinen da, aber das gerne dann auch nochmal an uns senden, dann können wir da was raussuchen oder dann bitte in einem persönlichen Gespräch, dann können wir das auch gemeinsam raussuchen, das ist kein Problem. Also ganz kurz empfehlen, Flo. Können wir sowieso nicht, ja. Ja, also da der Hinweis, gibt mal ein physische ETF Silber in Google oder so oder auch gerne telefoniert mit uns, ne? Aber empfehlen ist immer schwierig. Empfehlen dürfen wir nämlich nichts, das muss man dazu wissen. Das ist verboten, wir dürfen nicht sagen, also lieber Jürgen, du möchtest eine ETN, dann kauf jetzt bitte das und das mit der WKN XYZ, das dürfen wir nicht machen. Wie seht ihr die Entwicklung von Palantir wegen der zunehmenden Kriegsgefahr, Klaus? Also Palantir sehe ich eher, also Krieg, okay, aber also vielleicht Cyberkrieg, das würde ich dazu sagen, oder? Palantir. Palantir ist halt immer noch ein sehr, sehr kleines Unternehmen.
Ich finde es ehrlich gesagt nicht schlecht. Allerdings würde ich mir heute nicht zumaßen, das schlussendlich bewerten zu können, weil es halt in dieser Cybersecurity-Branche viele Startups gibt und ich weiß heute noch nicht, wer das nächste Google oder Amazon. Also das fällt mir sehr schwer. Ja. Markus, jetzt US-Staatsanleihen kaufen oder etwas warten, bis sich die Situation wieder beruhigt hat? Haben wir eigentlich gerade gesagt. Ne? Also wir gehen davon aus, dass Aktien jetzt eigentlich sehr gut performen werden. Allerdings sind auch US-Staatsanleihen interessant, weil die eben kurz- bis mittelfristig nochmal steigen sollten, wenn jetzt endlich diese Zinssenkung beginnt. Also kann man auch beides machen. Wie gesagt, empfehlen können wir nicht, dürfen wir nicht. Ansonsten hier da gerne nochmal zum Gespräch melden, dann können wir das nämlich eine persönliche, also da müssen wir auch ein bisschen die Hintergründe dazu wissen, dann können wir das im Gespräch dann auch miteinander eruieren, was da für dich das Bessere ist. Ursula, fallen eurer Meinung nach S&P Nasdaq im September noch unter das jetzige Niveau, kommt im Herbst nochmal eine weitere Korrektur? Also ich gehe davon ehrlich gesagt nicht aus. Das war jetzt also doch eine sehr deutliche Korrektur. Wie ist deine Meinung, Stefan? Also das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Vielleicht jetzt halt nochmal, ich sehe gerade mir den Nasdaq an, muss man 17,8, irgendwie sowas. Vielleicht nochmal in den Bereich 17.000. Das ist 16,5 im Worst Case sein, irgendwie sowas. Aber im Prinzip, da reden wir hier noch von 5-6%. Also wegen 5-6% in einer Paniksituation mache ich mich persönlich jetzt nicht verrückt. Na, also deswegen gehen wir eher davon aus, dass jetzt irgendwo im August das Tief gefunden jetzt wird, ja, um dann dort in ein starkes viertes Quartal zu gehen. Genau. Wie werden sich Öl- und Gasaktien entwickeln? Also auch kurzfristig sehen wir hier kurz vor Kaufsignalen, finden wir hochinteressant. Langfristig sind wir sogar sehr stark davon überzeugt. Wir glauben, dass Öl und Gas das einfach weiterhin benötigt wird. Und Basiskonsum, wenn du da die richtigen Aktien hast, dann wirst du weiterhin da einfach einen stetigen Zuwachs bekommen mit wenig Schwankungen, vielleicht auch mit tollen Dividenden. Aber hier auch bitte nicht vergessen, das auch immer wieder zu vermieten. Denn mit diesen Vermietungen von Aktien, da kommt einfach auch nochmal ein kleines bisschen mehr an Rendite raus. Macht dich nicht reich, aber über die Jahre hinweg auf jeden Fall reich. Und wenn du das noch nicht kennst, das Thema Aktien vermieten, dann auch dann bitte das Gespräch suchen, denn das kann wirklich einen ganz großen Unterschied machen. Viele vergessen nämlich zum Beispiel auch ihre ETFs zu vermieten. Das, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Das sind wirklich monatliche Einnahmen von 1-2%, die daraus entstehen können und die halt eben langfristig einen Unterschied ausmachen können. Virginia fragt, ist es jetzt schon sinnvoll, US-Staatsanleihen zu kaufen, bevor die Zinssenkung der Fed im September kommt? Das Dramatische ist ja, dass der Markt, also der Aktienmarkt oder die Börse, sowas immer schon vorwegnimmt. Und jetzt, wenn du da mal diese US-Staatsanleihen dir anschaust, dann sind die nicht seit Montag schon am Steigen, sondern sind die schon seit Wochen am Steigen. Das heißt also, ja, allerdings, wenn du das jetzt deswegen machst, weil die Zinsen senken im September, dann bist du zu spät. Und das ist das, was ich meine, Leute. Ihr braucht ein System. Das ist dieses immer, das, was mich ein bisschen ärgert, ist dieses auf Zurufen. Ja, soll ich jetzt das? Soll ich jetzt das? Nein, es gibt klare Signale. Und warum? Lasst mich das mal kurz erklären. Es ist völlig scheißegal, sorry für dieses Wort, was der Stefan und der Florian sagt. Das müsst ihr verstehen. Warum ist es egal? Weil wir nicht das Kapital haben, um Märkte zu bewegen. Es gibt aber Menschen, die so viel Geld haben, die Märkte bewegen. Das ist zum Beispiel Warren Buffett, das ist der norwegische Nationalfonds. Es gibt einige. Und das Interessante daran ist, das kann man messen. Man kann messen, was die machen. Und wenn du nicht weißt, wie du das misst, bist du quasi auf offener See ohne Navigation. Das ist ein großes Problem. Also frage nicht, irgendwie ständig nach, soll ich jetzt das tun, soll ich jenes tun, sondern überleg dir, wie kann ich jetzt endlich messen, wann Aktien steigen und wann sie fallen. Und das funktioniert nämlich. Ja, dann haben wir hier noch,
Ja, was ist genau der Termin in Köln? Also wir haben ja einen eigenen Fonds im Dach, im Haftungsdach bei Professor Otte aufgelegt. Und da bin ich öfters dann dort, also eigentlich ziemlich genau einmal im Monat, gibt es dann auch immer wieder ein Update, also ein Webinar, gerne auch den Newsletter von Professor Dr. Otte abonnieren. Und da haben wir jetzt mal persönlich 30 Leute eingeladen zu einer Fondsnacht. Habe ich mir selbst ausgedacht, Stefan, war gut, oder? Wir machen da nämlich eins, ich kann noch nicht alles verraten, weil es gibt auch eine Überraschung. Wir machen eine Weinverkostung, Professor Otte hat einen eigenen Wein, der wird ausgeschenkt. Es gibt ein bisschen so Häppchen, die muss ich natürlich erst vorkosten, Stefan, ne? Ist ja klar. Und dann gibt es natürlich auf Du und Du mit Fondsmanagern, da kann man also wirklich dann mit den Personen dann ins Gespräch kommen, das ist die Idee, die wir da haben. Wir haben jetzt erstmal nur mit 30 Leuten das Ganze geplant, wir waren innerhalb kurzer Zeit ausverkauft, kann sein, dass wir das in Zukunft etwas größer aufziehen, aber wir wollen jetzt erstmal schauen, wie es funktioniert und genau. Die Andrea, ja, Nvidia jetzt kaufen oder nicht kaufen, das ist die Frage. Und du, Andrea, jetzt mach mal eins, tu mal Nvidia ersetzen durch jedwede andere Aktie und dann kannst du genauso morgen die Bildzeitung oder irgendeine Glaskugel fragen. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Du brauchst ein System. Wenn du es noch nicht hast, bitte melde dich bei uns. Wirklich, das ist wichtig, sonst wirst du immer im Nebel stochern. Haltet ihr die Coinbase-Aktien noch für lohnenswert? Lass es mich so mal ausdrücken, Belissa, wir werden Coinbase darüber nachdenken zu verkaufen ab $400. Ich weiß, das hört sich jetzt komisch an, vor dem Hintergrund, dass Coinbase gerade 7% fällt. Das ist so, aber du kannst jetzt dann die Mathematik dann dir selbst machen zwischen dem Preis, der jetzt steckt und dem, den wir sehen, also Preis und Wert. Genau. So. Sibylle fragt, das ist eine sehr gute Frage, in Phasen der absoluten Gier, wenn ich dann verkaufe, zahle ich 25% Steuer, dann kann man doch auch drinbleiben und Kursverluste in Kauf nehmen. Also das ist natürlich eine persönliche Entscheidung, weil manchen Leuten fällt es schwer, 25% Kursverlust hinzunehmen. Was du allerdings machen kannst, ist, wenn die Gier extrem ist, das Ganze absichern. Nur mal als Beispiel. Oder auch an diesem Punkt Aktien vermieten. Also das heißt, du musst ja nicht immer unbedingt verkaufen zwangsläufig, sondern du kannst es entweder absichern, sodass du sogar Geld verdienst, wenn es runtergeht. Und du könntest es auch vermieten. Wenn du nicht weißt, wie es geht, bitte bei uns melden. Genau. Dann sind viele Fragen auch zu unserem Fonds. Da gibt es auch eine eigene Homepage. Das ist investorenausbildung-fonds.de. Fonds wird aber mit F-O-N-D-S geschrieben. Also investorenausbildung-fonds.de. Da ist der Name und alles weitere hinterlegt. Stefan, der Klaus will wissen, sollte man noch in Goldminen investieren? Ich habe vorhin schon die Frage gelesen, wann steigen die Goldminen, wenn doch Gold steigt? Auch das ist die Frage, genau. Viele schauen beim Goldminenpreis immer auf Gold, aber das ist nicht ganz richtig. Goldminen und Silberminen steigen dann erst richtig, wenn Silber stark steigt. Sprich, wenn Silber den Goldpreis outperformt, dann fangen die Minen an, ganz stark zu steigen. Vorher tun sie es nicht, ja. Und deswegen ist die Frage, sollte man Gold- oder Silberminenaktien kaufen, eher die, was denkst du, was Silber machen wird? Wir haben dazu gesagt, dass wir bullish sind für Silber und dementsprechend gehen wir auch davon aus, dass Minen stark performen werden. Gut. Dann... Also es sind extrem viele Fragen, bitte Leute, ihr müsst uns etwas Zeit geben. Wir werden alle Fragen beantworten, das verspreche ich. Das ist das Einzige, was ich versprechen kann. Viele Dinge auch, danke für das tolle Webinar, das nehmen wir natürlich auch sehr gerne. Was sind aktuell die aussichtsreichsten Branchen für die nächsten 2 Monate, Jens? Ganz ehrliche Antwort, wenn dein Zeitanlagehorizont der Geldanlage 2 Monate betrifft, solltest du dich nicht fragen, was die beste Branche dafür ist, sondern dann solltest du dich fragen, was ist die sicherste Bank, wo ich es anlegen kann. Hört sich komisch an, aber das ist so. Stefan, hast du eine andere Meinung?
Nee, überhaupt nicht. Als ich die Frage gelesen habe, ich kann nur jeden appellieren, was die nächsten 2 Monate passiert, ist fürs Geldanlegen am Aktienmarkt völlig irrelevant. Es ist wichtig, dass du ein tolles Unternehmen hast, zu günstigen Preisen gekauft hast und damit arbeiten kannst. Sehr richtig. Das ist relevant. Und was in 2 Monaten passiert, keine Ahnung. Wir gehen von Wahrscheinlichkeiten aus. Wir zeigen euch ein Bild, was der Markt uns sagt. Heißt es, dass es eintritt? Nein. Aber wir müssen irgendwo ein Stück weit Wahrscheinlichkeiten abrufen. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, verabschiedet euch bitte von Anlagezeithorizonten von Monat, 2 Monate oder auch halbes Jahr. Es ist halbes Jahr, wenn du das Geld brauchst für existenzielle Dinge, dann ist die Antwort Bank. Also. Ja, muss man leider nicht so sagen. Ja. Und da auf die richtige Bank, wenn es mehr als 100.000 sind. Ja. Wäre dann auch gerade ein guter Zeitpunkt, in einen ETF einzusteigen? Aus meiner Sicht ja, ganz unbedingt. Kommt natürlich darauf an, welcher. Wenn du heute einen Wasserstoff-ETF kaufen möchtest, würde ich sagen, Gottes Willen, mach das bitte nicht. Ja. Aber ganz viele Dinge sind da sehr, sehr richtig. Welche Branchen favorisiert ihr, Stefan? Also wir haben bei uns im Fonds, ne, Tech, Basiskonsum, Energie, Öl, Metall, Krypto. Ja, und wenn du Energie dann in Öl noch mit unterteilst, genau. Ja, Energie ist Öl, genau. Energie und Öl, ja. Ja. Sorry, ich bin erst später dazugekommen. Meint ihr, analysierte Aktien auch jetzt kaufen, wenn die Kaufsignale noch nicht richtig da sind? Sowas kann man machen. Denk daran bitte auch, ich gehe davon aus, Veronika, du bist bei uns in der Ausbildung. Man sollte immer dann kaufen, wenn die Angst am größten ist. Und momentan herrscht Panik an den Aktienmärkten. Also das sind Dinge, die man sehr gut machen kann. Zudem haben wir sie analysiert, ne? Und gehen ab einem Zeitpunkt davon aus, dass die Aktie tendenziell günstiger ist. Günstiger heißt nicht am günstigsten, das heißt einfach nur günstig oder günstiger. Und dann ist es unsere Aufgabe, das Kapital zu allokieren. So, was haltet ihr von ETF Nikkei? Ich bin da investiert. Andrea, ehrlich gesagt, nicht ganz so viel, weil der Nikkei auch ein großer Index ist und da auch relativ viel schlechte Aktien drin sind. Es ist natürlich mühsam, sich da in den japanischen Aktienmarkt einzulesen. Deswegen haben wir bisher das immer auch gescheut, da zu investieren, obwohl ich davon langfristig auch überzeugt bin. Wenn ich sowas tun wollen würde, würde ich mal mit ganz Basisdingen anfangen. Da gibt es zum Beispiel so Aktien, die quasi äquivalent sind zu Canadian National Railway, also das sind quasi Eisenbahnunternehmen. Ja, Japan ist ein sehr großes Eisenbahnland auch. Das ist allerdings keine Kaufempfehlung, aber ein ETF auf dem breiten Nikkei wäre jetzt nicht meine Wahl, lass es mich so mal beantworten. Wie seht ihr derzeit Ferrari? Ferrari, absolute Rakete, finden wir mega. Ist natürlich teuer, muss man schon wissen und auch dazu sagen. Aber wir gehen davon aus, dass die Aktie langfristig sich sehr, sehr gut entwickeln wird. So. Zum Thema Trump und Dollar möchte ich kurz was sagen. Ja. Liebe Leute, alle allgemein gerichtet, okay? Es ist völlig egal für den Markt ein Stück weit. Ich lehne mich da weit aus dem Fenster, ich weiß auch. Ob es jetzt Trump, Harris, Müller, Meyer, Huber wird. Es wird, jeder Präsident hat seine Stärken und seine Schwächen. Trump eher Friedenspräsident, ne? Harris vielleicht andere Sachen. Bin ich völlig unpolitisch, ich halte mich da auch völlig raus. Der Punkt ist der, unsere Indikatoren zeigen tendenziell an, dass der Dollar schwächer wird. Unsere Indikatoren zeigen auch tendenziell an, dass wir in eine Rezession kommen können. Und dann ist es nicht so wichtig, welcher Präsident dann dort ist, weil jeder Präsident, ob es jetzt Harris, Trump oder irgendjemand anders wäre, hat vermeintlich, wenn es ja denn kommt, mit der Rezession zu kämpfen. Es ist nicht so wichtig. Es gibt menschliche Aspekte, die vielleicht für den einen mehr sprechen als für den anderen. Das liegt bei euch, ja. Bitte bewertet das selbst. Aber jeder Präsident wird die Rezession vor sich haben. Und da kommt es halt darauf an, wie dann damit geantwortet wird. Das kann ich euch nicht beantworten, das weiß keiner. Aber die Wahrscheinlichkeit für die Rezession ist halt sehr groß. Ob es jetzt Trump oder Harris ist, es ist nicht so wichtig. Und zum Dollar nochmal zurück, ja, er wird abwerten. Mhm. Egal welcher Präsident. Dann ist hier noch eine Frage, die hatte ich jetzt noch kurz hingeschrieben. Hallo Florian, kann man dich in Liechtenstein auch in einer Bank treffen? Das ist grundsätzlich möglich. Allerdings will ich dazu sagen,
Banken gehen da frühestens ab 100.000 Euro, sind dazu bereit, Konten für Ausländer zu eröffnen. Das will ich vorne wegschicken. Also das hat keinen Sinn, sich mit mir zu treffen, dort nur auf einen Kaffee. Das würde ich auch niemals machen, sondern das muss dann schon immer einen Hintergrund haben. Und das, da, deswegen der Hinweis dazu, das geht ab 100.000 Euro. Führt die US-Wahl zu stärkerer Unsicherheit und Volatilität, wenn überhaupt nur kurzfristig. Meistens ist es auch ein Non-Event an den Börsen. Langfristig ist es dann, wenn es, also es gibt auch Auswertungen, Republikaner sind meistens auch die besseren Börsenzeiten, meistens. Und Trump war auch ein guter Börsenpräsident. Von daher gehen wir davon aus, dass es nicht zu höheren Unsicherheiten und höheren Volatilitäten kommt. Und das Verrückte ist aber, ich bin weder demokratisch noch republikanisch, Joe Biden, der Aktienmarkt war auch gut. Ja, Punkt. Also auch das ist halt einfach so. Ja. So, Barbara, wie kann man Aktien vermieten? Wie kann man ETFs vermieten? Auch das erklären wir dir gerne in einem persönlichen Gespräch. Bitte ein Gespräch dazu buchen, investorenausbildung.de/anmelden. Kann man Aktien wie Tilray vermieten? Sagt mir jetzt nichts, Ben. Also grundsätzlich ist es in der Theorie möglich, alle Aktien zu vermieten. Es muss halt immer einen Markt dafür geben. Und das kann man sich dann im Detail dann anschauen. Ich kenne Tilray nicht, sagt mir nichts. Also ich gehe davon aus, dass es ein sehr kleines Unternehmen ist. Bitte, aber es kann auch jetzt, will nichts Falsches sagen. Welche Liquidität meint ihr mit globaler Liquidität? Woher kommt das? Also das ist messbar. Stefan hat es ja schon aufgezählt, auch ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Das sind letztendlich das Verhalten aller Notenbanken weltweit. Wir hatten ja gesagt, wer hat schon die Zinsen gesenkt? China, Kanada, glaube ich, war es, ne? China, Kanada, England, Schweiz, Europa, Brasilien. Also das sind schon eine ganze Latte, ja. Also ich glaube, wir sind inzwischen bei 42% aller Notenbanken, die schon die Zinsen begonnen haben zu senken, mindestens einmal, manche schon mehrfach. Ja. Kanada hat vor kurzem auch gesagt, sie werden weiter Zinsen senken. Also. So, Regina möchte nochmal den Link haben zu dem Gespräch. Das ist investorenausbildung.de/anmelden. Und bitte, das sind immer noch so viele Fragen. Also das tut mir leid, wir sind so langsam. So. Dann hier auch nochmal, gibt es keine Bedenken bei den Kontakten zu Dr. Max Otte? Nein, Professor Otte schätze ich sehr, sowohl persönlich als auch fachlich. Und das ist das, was ich mache. Politische Inhalte interessieren mich nicht. Und da er ist übrigens auch politisch nicht mehr aktiv. Von daher ist es keine Idee. Der Mann ist Geschäftsmann und insbesondere langjähriger, sehr erfolgreicher Aktieninvestor. Das ist das, was uns interessiert. Wie ist eure aktuelle Haltung hinsichtlich Valet und Yellowcake? Also bei Valet wirst du halt fürs Warten auf den Kursanstieg befriedigt mit 9% Dividendenrendite. Die ist jetzt gerade von 12 auf 10,50 Dollar gestiegen, gefallen. Also da muss jetzt wirklich was passieren. Die ist aber aus unserer Sicht jetzt vor einem Kaufsignal. Und Yellowcake finde ich langfristig sehr interessant, muss ich wirklich sagen, weil wir langfristig einfach viel mehr Uran brauchen. Also da würde ich einfach, also wenn du einen langen Anlagehorizont hast, dann, wie gesagt, beides sehr, sehr gut. Bei Valet wirst du halt befriedigt durch eine nachhaltige Dividende, das muss man nach wie vor sagen. Und die ist sehr hoch, die ist sogar inzwischen bei 10%. Natürlich, wenn der Kurs fällt, dann steigt die Rendite. Und Yellowcake, wie gesagt, das hatten wir besprochen. Christine, gibt es eine Plattform, wo ich die rote und gelbe Stochastik von Aktien kostenlos sehen kann? Ja, TradingView. Oliver schreibt auch, schön, dass ich bei euch schon einiges gelernt und eure Art, die Dinge zu betrachten und uns bis dahin darin zu schulen. Danke. Ist eine Aktie mit einem KGV von 20 zu risikoreich, um jetzt zu kaufen? Also das ist eine sehr, sehr pauschale Frage, deswegen eine sehr, sehr pauschale Antwort.
Könnte sein. Ja, also es hört sich jetzt blöd an, aber der Stefan lacht. Wir haben uns gerade mal oder wieder mal über Louis Vuitton unterhalten. Das ist auch eine große Position bei uns im Fonds. Die hat jetzt ein 19er KGV fürs Jahr 2025. Aktie ist jetzt stark gefallen, ist in Inhaberhand geführt seit langen Jahren, ist deswegen schlecht, weil China schlecht läuft, die aber jetzt gerade die Konjunktur anwerfen. Also deswegen kann es nur pauschal beantworten, könnte sein. Das ist wirklich eine sehr pauschale Frage, das ist zu wenig. Und ich würde es noch ergänzen, es hängt vom Wachstum ab des Unternehmens. Mhm. Auch, genau. Ralf fragt, wäre es möglich, dass der Dollar abgewertet wird bei einem Regierungswechsel in den USA, Klammern Trump, wie würde sich das auswirken? Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Es ist egal, welcher Präsident, unsere Indikatoren zeigen schon seit 2022 an, dass jetzt der Dollar abwertet. Und das hat er gemacht. Er hat zum Euro, da war er noch bei 0,95 der Euro-Dollar, jetzt sind wir bei 1,10 fast gewesen und die Tendenz ist weiterhin so, dass der Dollar noch abwertet. Mhm. Macht es Sinn, die Beobachtungsliste nach Kaufsignalen zu durchsuchen? Ja, unbedingt. Wie aussagekräftig sind die Indikatoren? Die sind langfristig, haben sie eine Trefferquote von 80%, also von 10 Fällen treffen sie 8-mal. Problem ist, in 2-mal sind sie falsch. Das muss man aber wissen. Sie sind auch falsch. Shimano, ja, auch Shimano ist zum Beispiel eine Aktie aus Japan, finde ich hochinteressant, finde ich gut. Wie seht ihr BRICS-Staaten? Gibt es dafür ETFs? Eine ganze Reihe, Sabine, an ETFs hinsichtlich der BRICS. Und BRIC ist für uns nicht gut, weil da China drin ist und Russland. Ja, wir finden da eher die Staaten, die etwas westlicher angehaucht sind, stärker. Also wie zum Beispiel Indien. Indien ist aber wahnsinnig teuer. Die sind gestiegen dieses Jahr wie die Sau. Also sehr stark, Entschuldigung für das Wort. Und Brasilien finden wir auch interessant. Genau. Es hieß in der vergangenen Woche schon öfters, dass Japan angefangen hätte, seine amerikanischen Dollar-Anleihen abzuverkaufen. Und würde das deswegen in den USA investieren? Manuela, ich bin ganz ehrlich, ich verstehe die Frage nicht. Vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen anders stellen. Oder Stefan, kommst du da rein? Nee, also es gibt momentan immer wieder das Thema, dass Anleihen Amerikas verkauft werden würden. Wenn dem so wäre, warum sind die Renditen dann gefallen? Das heißt, im Moment die Anleihekurse sind gestiegen. Also wenn massive Geldmittel abverkauft werden würden aus den Anleihen, dann müssten Anleihen fallen und Renditen steigen und das tun sie nicht. Ist das Jahr nach der Präsidentschaftswahl statistisch gut oder schlecht? Müsste ich nachschauen, habe ich jetzt nicht auswendig da, Mario. Habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, ich habe es vorhin schon mal überlegt. 2021 war gut, 2017 war gut, 2013, oder? Ja, 2013 war gut, 2009 war sehr gut nach Lehman, 2005 war gut, 2001 war schlecht, 97 gut. Also ich könnte weitermachen, aber statistisch, wenn ich jetzt so durchgehe, ist die Wahrscheinlichkeit eher gut. Ganz lieben Dank an euch beiden, das war absolut hochkarätig. Dankeschön. Klaus, die Coinbase ist stark BlackRock investiert. Welche Rolle ist bei der Kursentwicklung eventuell zu erwarten? BlackRock ist quasi die Versicherung. Ja? Also BlackRock, kannst du quasi sagen, ist das Finanzsystem und die würden nichts tun, dass den Bitcoin oder sagen wir mal so einem Asset, in das sie investieren, so muss man sagen, langfristig stark fällt. Was BlackRock aber auch macht, muss man auch dazu wissen, die machen schon mal so Sachen, damit es kurzfristig fällt, damit sie halt eben noch mehr kaufen können. Das muss man schon auch dazu sagen, ja. Ja. Dann ist hier noch statistisch gesehen ist es so, dass nach einer Zinssenkung ein Abverkauf in Höhe von über 20% als wahrscheinlich gesehen wird. Wie seht ihr das? Ähnlich, hatten wir ja gesagt. Die Frage ist immer nur, wann der Zeitpunkt dazu ist. Ne? Also das kann sein, dass es vorher schon anfängt zu fallen. Kann sein, dass es auch nur erst noch viel länger dauert, bis es anfängt zu fallen. Ich möchte mal kurz was ergänzen dazu. Und zwar im Jahr 2018 sind Zinsen gefallen. Im Jahr 2019, Januar, gingen Zinsen runter. Da gingen dann die Märkte hoch. Im Jahr 2020
2007, 2001 und so weiter gingen sie runter, weil wir schon in der Rezession waren und deswegen Notfallzinssenkungen kamen. Im Jahr 95, 96, sowas in den Dreh oder 94, sind die Zinsen auch gesunken, da ist gar nichts passiert. Also im Prinzip ist es so, es kommt immer ein Stück weit drauf an, ob jetzt wirklich die Rezession kommt oder noch nicht. Wir gehen davon aus, dass sie kommt, aber deswegen sagen wir beim 0,25er Schritt nach unten ist unserer Sicht noch nichts Schlimmes. Zumal wir haben noch Präsidentschaftswahljahr und deswegen gehen wir auch davon aus, dass die Märkte tendenziell sich dort in der Zeit gut halten. In welcher Range seht ihr den Brent-Preis in den nächsten Monaten? Und vielen Dank für die Zeit und das tolle Webinar. Stefan? Aktuell tendenziell seitwärts mit steigender Tendenz. Natürlich unter Fragezeichen Nahosten, Konflikt, wie wirkt sich das aus? Aber Stand heute haben wir beim Rohöl eher tendenziell Kaufsignal. Das kann schon mal sein, dass dann der Brent-Preis nochmal ein bisschen steigt. Aber tendenziell eher seitwärts bis leicht steigend tendierend. Dann ist jetzt auch mehrfach die Frage zu Kering gewesen. Kering wird wieder steigen, weil es an sich ein gutes Unternehmen ist. Die haben zuletzt halt einen Fehler gemacht. Das ist auch der Grund, warum wir es abverkauft haben. Die haben sich rausbewegt aus ihrem Kernsegment und sind rein in eine Luxusimmobilie in Mailand, haben dann 1 Milliarde dafür bezahlt. Und das ist aus unserer Sicht nicht das, was das Geschäftsmodell hergibt und zum Beispiel auch nicht das, was Louis Vuitton machen würde. Deswegen, also das fanden wir nicht stringent und das, wenn jemand eine Milliarde, ich sehe das immer so, das ist ja mein Geld, ja, was die da investieren, Kering, und wenn die da einfach 1 Milliarde in ein fremdes Geschäftsmodell investieren, das ist schon erheblich viel Geld, dann wäre ich zumindest schon gern vorher mal gefragt geworden. So. Dann die Frage zu unserem Fonds, wie sehen wir den zukünftig? Also wir sind daran erpicht, den natürlich weiter steigen zu lassen. Kurzfristig gab es jetzt mal auch hier eine Korrektur bei uns wegen der kurzfristigen Marktsituation. Aber tendenziell gehen wir davon aus, dass dieses Jahr ein gutes Jahr bleiben wird. Und deswegen. Ja, wir gehen sogar von einem sehr guten Jahr aus. Ja. Allerdings, das gilt es zu beweisen. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ne? So. Die Marlies hat ein Gespräch gebucht. Ja, du wirst auch eine Bestätigung dazu bekommen. Wenn nicht, gerne nochmal an uns schreiben, aber das ist so. Zu dem Thema Indikatoren, die ich gezeigt habe, das sind bei uns die Indikatoren in der Investorenausbildung. Also so nicht frei, sondern bei uns. Ist der KI-Hype jetzt vorbei? War das jetzt die Korrektur? Oder erwartet ihr, dass der KI-Hype noch weitergeht? Also man muss es schon differenziert betrachten. KI hat, wir haben, Warren Buffett hat auch gesagt, we let the genie out of the box oder out of the bottle. Das Problem ist, diesen Genie, den kriegst du dann nicht mehr rein in diese Flasche. Also das Ding ist jetzt da. Damit müssen wir jetzt zurechtkommen, ob es gut ist oder negativ, das wissen wir noch nicht, das können wir in 20 Jahren sagen. Ich sage, es ist etwas sehr, sehr Gutes, das ist meine Behauptung, muss noch bewiesen werden. Das heißt, KI ist gekommen, um zu bleiben. Hat aber gar nichts mit den Aktienbewertungen zu tun. Das muss man differenzieren. Also KI-Aktien, die bisher noch keine Geschäftsmodelle dazu haben, sehen wir den Boom vorbei. Das war nämlich ein Hype, das war eine Manie. Das war eine Tulpenblase. Genau wie es vor 20 oder fast schon 30 Jahren die Internetaktien waren. Das kannst du wirklich 1:1 übereinander legen und zum Beispiel eine Yahoo oder eine Amazon, das müsst ihr euch mal vorstellen, ist um 90% gefallen, um danach um 20.000% zu steigen. Das ist kein Spaß, das ist Wahrheit. Und das kann jetzt eben auch sein, dass KI-Aktien 90% fallen und in 30 Jahren 20.000% höher sind. Ich kann dir nur nicht sagen, welche KI-Aktie das ist. Das kann ich dir leider nicht sagen. Sonst wäre ich der Genie aus der Flasche. Ja, Jörg, das ist so. Den Fonds kannst du nicht bei jeder Bank zeichnen. Deswegen gerne bei der Comdirect zeichnen. Da funktioniert's. Oder wenn du da Hilfe brauchst, gerne bei uns melden. Das geht, überhaupt kein Problem. Aber die Banken, das wollen die nicht. Die wollen dir lieber
Union Investment Immobilienfonds verkaufen, zum Beispiel. Ne? Das ist das, was die wollen. Hermann, auch das ist ehrlich, ich bin noch Einsteiger, kann da bisher nicht sehr viel dazu sagen, klingt auf jeden Fall lehrreich. Wir wollen nicht belehren, sondern wir wollen unterstützen. Das ist das, was wir machen wollen, ganz ehrlich. Ja, der Fridolin fragt, welcher Fonds ist gemeint? Also wie gesagt, Max Otte hat ja eine Fondsgesellschaft und da hat er mehrere Fonds, die laufen auch gut. Wir durften seit letztem Jahr bei Max Otte einen eigenen Fonds auflegen. Das heißt, wenn wir von unserem Fonds sprechen, ist es der Fonds der Investorenausbildung, der aber bei Max Otte gelauncht ist. Und Max Otte hat nämlich einen Flagship-Fonds, das ist der sogenannte MOMO, den kennt jeder so, Max Otte Multiple Opportunities. Der läuft aber auch sehr, sehr gut. Also, ja, genau. Thomas ergänzt gerade, bei FlatEx geht es auch, ja. Es geht bei vielen Banken, wo du das ordern kannst, aber jetzt wenn du zum Beispiel bei der Raiffeisenbank Buxtehude bist, dann wird es wahrscheinlich nicht gehen, weil die sagen, und ehrlich gesagt, da würde es auch gehen. Die wollen das bloß nicht. Ja. Das ist genauso, das musst du dir so vorstellen. Du gehst zu McDonald's und sagst, ich möchte einen Burger King Cheeseburger. Was machen die dann? Stefan, hast du es verstanden? Ich gehe da nicht hin, aber ich weiß, was du meinst. Okay, ich hatte kurz Angst, dass du es nicht verstanden hast, weil du nicht gelacht hast, aber offensichtlich war ich nicht witzig. Naja, gut. Carmen, ihr hattet Liechtenstein angesprochen, habt ihr auch andere Empfehlungen für Banken außerhalb der EU? Ja, die habe ich. Da wird es auch, das kann ich mal ganz kurz sagen, das ist ein kleiner Spoiler für die Zukunft. Da werde ich am 1.9. ein Webinar dazu machen. Weil ich muss das gerade noch recherchieren und aufbereiten. Das dauert auch immer viel Zeit, weil es sind natürlich immer viel Daten und Fakten. Carmen, bitte da hier anmelden dann für den 1.9. wirst du automatisch, wenn du bei uns im, also wirst du angeschrieben zumindest, wenn du im Newsletter-Verteiler bei uns bist. Zum Thema KI-Aktien, zum Beispiel Nvidia macht Gewinne, damals bei Dotcom-Blase war das nicht so. Ja, selbstverständlich, aber der Punkt ist der immer bei KI-Hype. Hype heißt ja, viele Unternehmen sind viel zu teuer an der Börse gehandelt. Das ist ja die Übersetzung. Und eine Nvidia, wir kaufen nicht. Eine Supermicrocomputer fällt heute auch wieder 20%, ist vom Hoch von $1,200, $1,300, jetzt wieder bei $494. Und das ist im Prinzip genau das, was wir sagen wollen. Hype heißt nicht, dass Unternehmen nicht Geld verdienen. Das tun sie. Hype heißt nur, zu welchem Preis kaufst du sie. Und wenn halt solche Unternehmen wie Supermicrocomputer viel zu teuer waren und jetzt halt mal wieder 60% gefallen sind, dann darf das bitte niemanden wundern. Es tut mir nur leid, das hat dann manche Menschen, die auch haben, weil kurzfristig bedeutet es massiven Schmerz, solche Korrekturen, wenn du so teuer gekauft hast, weil sie halt gestiegen sind. Und das ist Hype. Du kaufst Aktien, weil sie steigen. Und in der Erwartung, dass sie weiter steigen. Und so definieren wir das Thema Hype. Ron Agius fragt, ist mit Aktien vermieten Call verkaufen gemeint? Jawohl, absolut, so ist es, genau. Wir versuchen immer Dinge pragmatisch dazu sprechen, darzulegen. Wir hätten heute alles auch in Fremdsprache und komischen Begriffen halten können. Wir sind der Sprache mächtig, wir verabscheuen sie nur. Das ist das Problem. Ja, gut, ihr Lieben. Gerne noch weitere Fragen, wir sind noch nicht müde. Ich habe hier noch ein paar mehr. Auch guter Punkt. Ich habe nur sehr wenig von dem Gesagten verstanden. Ist die Investorenausbildung somit erstmal nichts für mich? Ich würde sogar sagen, ganz eher umgekehrt. Sie ist genau deswegen was für dich. Schau, unsere Idee ist es nicht, hier mit irgendwelchen Fremdbegriffen oder so zu glänzen, sondern bei uns geht es darum, wie können wir Menschen begleiten, in der jetzigen Phase ihr Geld sicher und rentabel anzulegen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es selbst, da gehört es dazu, dass man sich damit auseinandersetzt. Oder du überlässt es anderen, dann bekommen die einfach einen Anteil von dem Gewinn davon. Die Entscheidung liegt bei dir. Das große Problem ist, nichts zu machen, Oksana. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Weil die Entwertung des Geldes sehr stark zunimmt und jetzt erst parabolische Züge annimmt. Wir hatten gerade gesagt,
Liquidität ist alles. Das hört sich erstmal toll an, weil der Aktienmarkt steigt. Das ist aber, das wird auch oftmals zu kurz gedacht. Das ist wirklich jetzt mal eine Grundsatzdebatte auch, weil wenn die Aktien steigen um 10-20%, aber auf gleicher Basis dein Euro oder dein Dollar oder dein Schweizer Franken im Jahr um 10% an Wert fällt, ja, dann hast du durch Kaufkraft bereinigt nicht viel Gewinn gemacht. Das heißt, du musst am Ende des Tages mindestens 5-7% Rendite im Jahr machen, um überhaupt 0-0 rauszukommen. Wenn du das nicht kannst, Oksana und alle anderen, und das ist nicht böse gemeint, sondern das ist nur die Wahrheit, verlierst du Geld. Das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und ich würde es nochmal kurz anders darstellen, weil ich lerne momentan selbst eine andere Sprache. Und weil die Oksana gesagt hat, sie hat nicht viel verstanden, übersetze ich es mal kurz in die Sprache. Wenn du eine Sprache lernen möchtest, Oksana, dann lern die Sprache oder dann lernst du die Sprache der Finanzen ein Stück weit. Wenn du lernst, was ist das, wie kann ich die Aktie bewerten? Wenn du es nicht lernen möchtest, ist es kein Problem, aber dann lass es bitte trotzdem sprechen für andere. Und die Frage ist nicht, verstehe ich das nicht oder kann ich das nicht? Die Frage ist, willst du es lernen? Und wenn du es lernen möchtest, herzlich willkommen, dann red mit uns drüber. Ne? Oder auch wenn du es nicht lernen möchtest, auch gerne über Fonds oder andere Sachen. Ja. Für mich ist Finanzen eine Sprache. Steigende Kurse, fallende Kurse, Zinsstruktur, was ist das alles? Ja. Und wenn man das mal verstanden hat, dann hilft das ein Stück weit auch, die Finanzsprache zu verstehen. So wie ich aktuell Italienisch lerne, das hilft mir, italienische Sprache zu verstehen. Ein Invest zum Beispiel in den Momo und eine Kontoeröffnung bei der LLB, würdet ihr zur Seite stehen? Ja, ganz unbedingt. Dazu bitte, wie gesagt, den Gesprächstermin buchen. Sowas macht man auch nicht in der Öffentlichkeit, sowas macht man unter vier Augen. Können Sie was zu Snowflake sagen, fragt der Alexander, Stefan. Also ich kann es nicht. Nein, ist nicht im Fokus. Die Marion fragt, kann ich den Fonds auch bei Establi kaufen? Nein, da geht es nicht. Das würde, wie gesagt, über andere Banken machen. Marion, ich könnte dir zum Beispiel Comdirect empfehlen oder auch andere. Also oder gerne dann nochmal auf uns mit einem Gespräch zukommen, da können wir dann helfen. Klaus, sind Banken in Nord- und Mittelamerika dabei? Grundsätzlich schon, bloß ist es als Europäer sehr schwer, ein Konto in Nord- oder Mittelamerika zu bekommen. Ja, zu dem Bankenthema dann am 1.9. Ich versuche da gerade auch noch mit Experten zusammenzuarbeiten. Es gibt schon Wege, aber das ist, und das will ich auch gleich dazu sagen, das ist dann meistens mit großem Aufwand verbunden. Der Fridolin fragt die ISIN des Fonds. Fridolin, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht auswendig sagen, die WKN ist A3E GWR, aber geht doch bitte auf die Homepage investorenausbildung.de. Ich kann es mir gerne reinschreiben. Investorenausbildung-Fonds.de. Investorenausbildung-Fonds.de. Da ist alles. Da ist die ISIN, die WKN, die Kosten, die Risiken, alles ist aufgedröselt. Die Claudia fragt, das ist auch meine Frage, ne? Ist die Ausbildung auch was für Leute, die bisher überhaupt nichts mit Aktien zu tun haben? Unbedingt. Es ist ehrlich gesagt genau für diese Leute auch gemacht. Wir können also die komplexe Dinge einfach darstellen. Und heute ist es halt so, wir haben schon natürlich den Anspruch, weil wir haben immer ein Publikum, das ist natürlich gemischt. Heute schauen Leute zu, die es uns schon seit Jahren oder vielleicht sogar schon seit fast 10 Jahren kennen. Wie gesagt, dieses Unternehmen habe ich 2015 gegründet. Und es gibt aber auch Leute, die sehen uns heute das erste Mal. Deswegen, wie sprichst du? Ja, weil wenn ich mit Menschen spreche, mit denen ich schon Tausende und Millionen angelegt habe, die sagen, warum kannst du nicht über Korrelation und andere Dinge sprechen? Leute, die mich heute das erste Mal kennen und noch nie über Aktien gesprochen haben, die sagen, was ist Korrelation? Also deswegen will hier niemand abhängen und ich will uns auch nicht unter den Scheffel stellen. Ich kann nur sagen, wir haben bereits tausende Menschen begleitet, das Ganze für sich selbst anzunehmen, die Sache anzupacken und erfolgreich hinzubekommen. Und bin davon überzeugt, Claudia, dass ich das bei dir auch hinbekomme, muss ich ganz offen so sagen. Wilhelm,
Schau mal, das ist genau der Punkt auch. Du bist schon etwas älter und möchtest deinen Fonds umstellen oder deine Aktien umstellen in Dividendenaktien. Das magst du wahrscheinlich deswegen, weil du Auszahlungen haben möchtest. Gute Idee. Und da vergisst du eben, Wilhelm, diese Aktien, Dividendenaktien noch zu vermieten. Weil dann kannst du die Dividende im Zweifel sogar verdoppeln oder sogar noch, also weit mehr monatliche Einnahmen erzielen. Und das ist genau die Schulung, die du brauchst. Deswegen bitte vereinbare, Wilhelm, ein Gespräch bei uns. Investorenausbildung.de/anmelden. Da können wir drüber sprechen, wie das für dich funktioniert, monatliche Auszahlungen aus deinem jetzigen Depot zu bekommen. Genau, da ist der Fridolin nochmal wegen der ISIN. Genau, das habe ich jetzt gerade nochmal hingeschrieben. Investorenausbildung-4.de. Genau. Danke, Susanne. Lies mal vor, Flo. Ich kann jetzt so schnell lesen, Stefan. Lies mal vor, für die, die heute nichts verstehen. Vor einem Jahr hätte ich hier auch nichts verstanden. Mit dem Kurs von uns hat sich das völlig geändert. Ich kann das also nur empfehlen. Ich sage einfach nur Danke. Wie hast jetzt du das so schnell lesen können? Es gibt Menschen, die schneller lesen als andere. Nein, das ist bei mir ganz unten und ich habe bei mir immer alles ganz unten. Claudia, ist es besser, ein Konto bei Establi zu eröffnen und nicht in Europa investiert zu sein? Also sagen wir es mal so. Wir sind jetzt kein absoluter Gegner von Europa, aber es hat natürlich auch einen Charme, Geld außerhalb von Europa anzulegen. Und besser, also Vorsicht ist besser als Nachsicht. Von daher muss ich sagen, es macht schon Sinn, sich da mal drüber Gedanken zu machen. Aber da kommt was von uns. Also da bitte einfach nochmal mir ein bisschen Zeit geben. Und Ulrich, ja, das wird wie immer alles aufgezeichnet. Du musst dich einfach fürs Webinar anmelden und dann bist du automatisch kriegst du am nächsten Tag die Aufzeichnung. Der Kurt, okay, bei dir hat es mit der Comdirect nicht geklappt mit der Kontoeröffnung. Ruf uns gerne an, also wir machen einen Gesprächstermin, wir können das miteinander machen. Das kriegen wir hin. Wenn du die Aktie vermietest, ist es eine Call-Option. Und Performance-Fee, genau, weil der Martin wahrscheinlich gerade bei uns auf der Seite vom Fonds ist. Performance-Fee heißt, also jetzt stell dir mal vor, wir machen aus 100 Euro, nur da machen wir es mal zusammen mathematisch, aus 100 Euro, du legst 100 Euro an, nach einem Jahr sind es 110 Euro. Dann steht nach einem Jahr bei dir aber nicht 110 Euro, sondern 108 Euro. Und die Differenz daraus, das ist unser Gewinn, das ist quasi unser Verdienst, unsere Gebühr, wenn du so möchtest. Das meint er mit Performance-Fee. Und die fällt immer nur dann an, wenn überhaupt wir Gewinne machen. Also wenn wir keine Gewinne machen, kommen auch keine Kosten auf dich zu. Genau. Fridolin Establi ist zum Beispiel ein Broker, der seinen Sitz in Vaduz hat, in Liechtenstein. Ja. Also, aber das heißt jetzt nicht, dass du unbedingt was bei Establi eröffnen musst. Es ist nur so, dass wir, wenn wir Aktien vermieten, das kann nicht jeder Broker und da arbeiten wir mit Establi zusammen. Das muss aber jetzt nicht unbedingt so sein, dass du das jetzt unbedingt haben musst. Ja, also bitte da einfach auch gerne nochmal das Gespräch suchen. Es kann sein, dass bei dir überhaupt keine Notwendigkeit ist, etwas zu verändern, aber das kann ich pauschal nicht sagen. Das müssen wir uns im 1:1 anschauen. Und ja, Claudia, wenn du zunächst ein Konto bei Flex eröffnest, kannst du es auch später noch zu Establi transferieren. Das ist überhaupt kein Problem. Genau, und Fridolin, wenn du heute eh schon bei der LLB bist, dann hast du doch Ekmade Wiesen, oder? So sagt man es doch. Dann passt doch alles. Ja, Markus, wir hatten letztens Geldeingänge von Swissquote. Stefan, wir hatten noch letztens Vorzeichner, die von der Swissquote gekommen sind. Also Markus, nur weil du Sachen dort nicht findest, heißt es noch lange nicht, dass du es dort nicht kaufen kannst. Also versuch da mal mit jemandem ins Gespräch zu kommen, Anlageberater oder ich weiß es nicht. Gehen tut's. Wie gesagt, nochmal, das ist wie wenn du zu McDonald's gehst und Burger King Sachen bestellst. Die sagen halt, also die könnten da auch das machen, aber
Die sagen, der muss zur Konkurrenz gehen. Genau. Ja, Mensch, ihr Lieben. A3E GWR, genau, so ist es, ja. Was können wir euch noch Gutes tun? Gibt es irgendwelche Fragen? Also wirklich, uns geht es darum, zu helfen, zu unterstützen. Kritik auch, bitte, das ist alles. Wir sind hier nicht der Heiland und wir können auch nichts davor bewahren, dass Aktien jetzt nochmal fallen werden oder könnten. Das können wir nicht verändern. Aber langfristig ist es aus unserer Sicht die sicherste und beste Art, ein großes Vermögen aufzubauen oder auch ein Vermögen zu bewahren. Es gibt aus unserer Sicht nichts Besseres. Dieses Webinar hat mich auf jeden Fall auf den Gedanken gebracht, ein Konto in Liechtenstein zu öffnen. Ich mache mir Sorgen um den Euro, sind nicht unberechtigt. Oder, Martin, welche Währung ist überhaupt nicht dem Untergang geweiht? Da gibt es keine. Kann ich starten, das Risiko auf verschiedene Konten zu verteilen? Genau, also das kann nicht schaden. Martin, wie gesagt, wenn ich da unterstützen kann oder wenn wir unterstützen können, gerne an uns melden. Zum Karl noch kurz, letzter Versuch, welches Risiko das Vermieten von Aktien, das Risiko ist der entgangene Gewinn. Ja gut, du kannst es auch vielleicht nochmal ein bisschen breiter erklären. Das heißt im Prinzip, dass wenn du eine Aktie hast bei 100 und du vermietest sie auf 105, dann bekommst du eine Prämie und das heißt, du bist bereit, die Aktie bei 105 abzugeben. Das ist im Prinzip ein Verkaufsauftrag vermeintlich. Und dafür bekommst du die Prämie und wenn die Aktie auf 110 steigt, hast du aber bei 105 verkauft, hast die Prämie dafür bekommen und ihr geht getrennte Wege und der andere bekommt sie bei 105 und kann sie bei 110 verkaufen. Ist meine Anlage, fragte Lisa, bei Max Otte Fonds im Depot bei der Raiffeisenbank bei einem Crash der Raiffeisenbank geschützt? Ja, ist sie, weil sie im sogenannten Sondervermögen liegt. Das ist ganz wichtig. Das ist wichtig für Bankencrashs. Und es sind in Deutschland bereits mehrere Banken gecrashed, auch dieses Jahr schon. Auch Raiffeisenbanken im Übrigen. Also ja, aber nur im Sondervermögen. Danke an Professor Dr. Max Otte, an Stefan und an Florian. Das ist sehr lieb. Vielen Dank. Das nehmen wir gerne. Wie ist der derzeitige Kurs des Fonds, Kurt? 1.100? 12, 10, 15? Ich weiß es gar nicht genau. Du, das ändert sich natürlich ständig. Ja. Ja, das kann natürlich auch eingesehen werden. Genau, Wilhelm, da hatten wir jetzt gleich nochmal das Risiko der Vermietung einer Aktie angesprochen. Wenn ihr von Banken außerhalb Europas sprecht, meint ihr den Kontinent oder nur die EU? Also sowohl als auch, das ist dann deine Entscheidung. Wir können alles bedienen. Zum Beispiel arbeite ich auch gerade an Konzepten in Asien. Aber wie gesagt, solche Banken, die nehmen dann meistens dann nicht Kunden unter 250.000 Euro an. Das will ich gleich vorneweg sagen, weil ich da nicht irgendwelche Blasen aufmachen möchte. Das möchte ich einfach nur gleich vorneweg sagen. Carola, wie transferiert man Aktien von einem Depot zum anderen? Günstig, also das ist so, die Broker, mit denen wir zusammenarbeiten, die machen das kostenlos. Da einfach den Broker anschreiben, die unterstützen dich da. Wo bist du denn bei welchem Broker? Die machen das schreib gerne nochmal rein. Die Saichna wird nochmal ein Telefongespräch vereinbaren, sehr, sehr gerne, da freue ich mich. Wie beurteilt ihr die Gefahr des Lastenausgleichs? Der ist eminent. Also der Lastenausgleich, der wird ja schon seit Jahren vollzogen. Wenn man einfach nur darüber nachdenkt, was Habeck macht oder was, welche ganzen Zwangsauflagen passiert sind oder woher wir unsere Energie beziehen, obwohl wir sie günstig aus Russland bekommen könnten. Das ist Lastenausgleich. Der Lastenausgleich wird nicht stattfinden, indem du heute einen Brief nach Hause bekommst, wo drin steht, zahle bitte 20% deiner Immobilie an den deutschen Vaterstaat. Das wird nicht mehr passieren, sowas. Aber sie werden es dir nehmen in Form von erhöhter Inflation und anderen Perversionen, wo du dich nicht dagegen schützen kannst. Oder es gibt auch da Wege, aber ja. Ganz kurz, nur, dass du Bescheid weißt, ich komme gleich nochmal, ich muss mal kurz was schauen, meine Frau hat mir was geschrieben. Ich bin gleich nochmal kurz da, ja.
Wir gehen jetzt aber dann auch Richtung Feierabend dann langsam. Es sind aber noch viele Fragen offen. Gib mir noch kurz Zeit. Gibt es eine China-Aktie oder mögt ihr sie nicht? Dort werden noch auch Gewinne gemacht. Natürlich, Sabine, es gibt sehr viele China-Aktien. Das Problem ist nicht die China-Aktie, sondern das Problem ist China oder hier insbesondere der politische, die Politik, die da letztendlich dahinter steht. Und das ist aus unserer Sicht hochgefährlich. Ja, die können da einfach dir Dinge vor den Kopf stellen oder vor die Aktie stellen oder vor die Brust knallen und du kommst nicht mehr mit deinem Geld aus dem Land raus. Ist ja auch in Russland jetzt mit Gazprom passiert. Jetzt muss ich auch mal einen Schluck Wasser nehmen. Anja macht ja auch ein Webinar zu den monatlichen Dividendeneinkünften. Das nicht, allerdings zeigen wir das ja bei uns auch in den Trainings, wie du aus den die Dividenden monatlich bekommst, plus zusätzlich dann auch die Vermietungsprämie. Wenn ich jetzt ein Gespräch mit euch am 21.08. habe, das ich gerade gebucht habe, kann es für den Kauf von Aktien schon wieder etwas spät sein? Das heißt, dann sind sie ja wahrscheinlich schon wieder teurer als heute. Claudia, wenn ich das wüsste, stell dir mal vor, es könnte sogar sein, dass sie noch günstiger sind. Die Frage ist natürlich immer, was ist dein Zeithorizont? Weil und vielleicht auch kurzfristig, weißt du, es geht nicht so sehr, was ist bis zum 21.08. Frag dich lieber, was ist bis zum 21.08. in 5 Jahren? Das ist die viel bessere Frage. Und ob du da jetzt heute reinkommst, morgen oder erst in 4 Wochen, das ist nicht so sehr entscheidend, weil in 4 Wochen wird es auch wieder neue günstige Aktien geben. Das ist ja das Tolle dran. Wie ist die Abgrenzung zu den anderen Fonds von Max Otte? Bei uns ist es so, Markus, wir machen also einen Value-Investment-Ansatz, genau wie Warren Buffett auch oder insbesondere Max Otte auch. Allerdings tun wir zusätzlich auch diese Komponente des Aktienvermietens mit hineingeben. Alles gut, daheim? Alles gut. Gibt es Kriterien, nach denen man die Sicherheit der eigenen Bank bewerten kann? Ja, ganz unbedingt. Das sind zum Beispiel Schuldenquoten, also wie viel Geld haben Sie ausgegeben im Verhältnis zum Eigenkapital und noch mehr. Valentin, vielen Dank für die wertvollen Informationen. Sehr sympathisch und realistisch. Dankeschön. Ja. So, und dann hier jetzt nochmal eine Frage, die bekomme ich jedes Webinar. Was haltet ihr von Kryptowährungen? Da habe ich immer eine Gegenfrage. Dirk, wusstest du, bitte ganz ehrlich sein, dass es möglich ist, dass es mehr als 21 Millionen Bitcoins gibt? Weißt du das? Ich werde dafür immer belächelt, bis ich dann immer die Stelle zeige, wo es steht. Und weil viele kaufen Bitcoin deswegen, weil es ein begrenztes Gut ist. Das ist aber nur die Theorie. In der anderen Theorie kann es aber auch sein, dass diese Bitcoin mehr als 21 Millionen sein kann. Und da ich eben nicht weiß, also ich bin davon überzeugt, dass wir digitale Währungssysteme bekommen werden, haben wir im Übrigen heute schon. Aber ich weiß nicht, wer wird derjenige sein, der das Rennen macht. Ist es der Bitcoin, Ethereum, Avalanche, keine Ahnung. Ich weiß aber eins, die alle müssen irgendwo gehandelt werden und deswegen machen wir in unserem Fonds nur das, was wir wissen. Und nur die sicheren Sachen, zum Beispiel von BlackRock gedeckte Anlageklassen kaufen oder Aktien kaufen, Stichwort Coinbase. Dagmar, vielen Dank, ihr erklärt das einem Einsteiger wirklich sehr verständlich, das ist toll. Ja, dann ist hier noch die Frage, wann kommt das Vermögensregister und welche Optionen gibt es? Also ich habe letztes Jahr schon im Rahmen einer Volkszählung und Vermögen angeben müssen. Stefan, hast du den Brief auch bekommen? Das hat man schon ein wenig verdrängt. War das das Vermögen oder war das die Immobilie? Ja, da ging es um Immobilien im Rahmen der Grundschulden, der Grundsteuern. So ist es genau. Also das heißt, Vermögensregister ist doch schon längst da. Was ist dein Problem? Ist es schon längst da? Ja, Michael, welche Banken könnt ihr empfehlen, die relativ sicher sind? Also das sind die Banken, mit denen wir zusammenarbeiten. Gibt es eine Handvoll, zum Beispiel die Liechtensteinische Landesbank. Gibt es aber auch noch andere.
Es kommt halt immer auch ein bisschen darauf an, wo kommst du her, was sind deine Ziele und was, wie groß ist dein Geldbeutel, weil bei der Liechtensteinischen Landesbank, da, wie gesagt, die nehmen das erst ab größeren Vermögen. Ja, ein Konto in Liechtenstein geht auch in Euro, geht auch in Dollar, geht auch in anderen Währungen und wie gesagt, alle Währungen sind unsicher. Ja, also denkt jetzt nicht, dass der Schweizer Franken sicher ist. Auch der verliert an Wert. Der verliert halt weniger an Wert wie der Euro oder wie der Dollar, aber auch der verliert an Wert. Ja. Werden eure Vorkurse tagesaktuell dargestellt? Ich kann das über meine Aktien-App nicht ersehen. Ich glaube, das wird einmal in der Woche abgedatet, die Kurse. Genau. So. Sascha, da finde ich jetzt auch einen ganz coolen Beitrag. Der Sven schreibt, meine Frau ist Chinesin. Dort gibt es ein Regular von maximal 10, also plus 10, minus 10%. Dort ist alles reguliert. Seid da wirklich vorsichtig. Aber das brauche ich euch nicht sagen. Das sagt der Sven mit einer chinesischen Frau. Danke. Vielen Dank, exzellente Gesprächsführung. Dieses Kompliment finde ich bemerkenswert. Das würde ich mir jetzt selbst nicht geben. Und sympathisch. Ja. Boah, dann ist hier noch, da wirbt jemand ganz stark dafür, einen Schweizer Verein zu gründen und sein Vermögen da einzubringen. Aber da bekomme ich mein Vermögen nie mehr raus. Was meinst du dazu? Lisa, was soll ich dazu sagen, wenn du aus einem Konstrukt dein Geld nie wieder rausbekommst? Was soll ich denn dazu sagen? Soll ich das jetzt gutheißen? Also bitte. Ja. Mit welchen Brokern arbeitet ihr? Also es gibt verschiedene, auch da wieder, kommt immer drauf an. Wenn du Aktien vermieten möchtest, arbeiten wir immer mit Establi zusammen. Wenn das aber nicht für dich so das richtige Instrument ist, dann können wir auch die Comdirect empfehlen, Liechtensteinische Landesbank. Gibt es viele. Es gibt auch, aber es gibt noch mehr, mit denen wir nicht zusammenarbeiten. Genau. Wie lange muss man sein Kapital im Fonds belassen, Christine? Da gibt es keine Mindestlaufzeiten. Also du könntest es theoretisch heute einzahlen und morgen wieder auszahlen. Da gibt es keine Anlagerichtlinien in diesem Sinne. Wobei wir, das will ich ganz klar dazu sagen, gerne mit langfristigen Investoren arbeiten, weil es kurzfristig einfach immer auch zu Schwankungen kommen kann. Und wir wollen die Leute nicht enttäuschen und wir können einfach nicht sagen, was ist morgen. Von daher ist es so, genau. So. Gut. Was ist, die Claudia fragt, was ist der Minimumbetrag bei eurem Fonds? Eben ein Stück sollte man mindestens investieren. Das sind eben diese 1.100 sowieso. Also nehmen wir an, 1.150 Euro. Ja, das kann jetzt auch zu viel sein, aber das ist das Mindeste. Ja, was haltet ihr von einer vermögensverwaltenden GmbH? Ist es sinnvoll, eine vermögensverwaltende GmbH zu gründen und ab welchem Betrag ist es sinnvoll? Ich finde es sehr sinnvoll, nutzt es selber auch, muss aber halt dazu sagen, dass so eine vermögensverwaltende GmbH auch Kosten hat. So, und also auch laufende Kosten, das muss man dazu wissen. Und deswegen kommt es immer genau darauf an, wie viel Kapital ist es, wie wird das Geld darin angelegt, was ist der Sinn dahinter. Und darf auch nicht vergessen, könnte dann einer möglichen Wegzugsbesteuerung dann auch unterliegen. Also das hat nicht immer nur Vorteile, das will ich dazu sagen, Jürgen. Deswegen da bitte sehr vorsichtig sein und im Zweifel lieber nicht eine Nacht drüber schlafen, sondern eher 10 Nächte drüber schlafen. Ist es nicht so, dass der Verkauf mindestens 3 Monate dauert? Nein, das ist nicht so, Brigitte. Der dauert bei uns maximal 4 Wochen. Dann ist es auf dem Konto.
Aber 3 Monate ist es nicht bei uns. So, der Sven hat noch einen Kommentar an den Stefan persönlich geschrieben. Der Stefan nickt, das passt. Genau. Gut, ihr Lieben. Noch ein letztes Mal. Geht bitte auf unsere Seite investorenausbildung.de/anmelden. Denn ihr habt es jetzt gemerkt, wie viele unterschiedliche Fragen es gibt, wie reserviert wir auch manchmal antworten. Das machen wir nicht deswegen, weil wir nicht antworten können oder wollen, sondern weil einfach wir mehr Informationen von dir brauchen oder vielleicht auch Dinge die sagen dir persönlich, die wir jetzt hier nicht wir vor 1000 Leuten oder fast 2000 Leuten besprechen wollen. Also das ist einfach der Grund, warum wir das machen. Wichtig ist, weiterhin einfach auch vorsichtig zu sein. Aktien fallen auch mal, das haben wir am Montag wieder gesehen und es wird auch in Zukunft wieder passieren. Langfristig bin ich aber felsenfest davon überzeugt, dass das Richtige ist, um sein Geld zu schützen. Und ich habe es gerade schon mal gesagt, du brauchst mindestens 5, 6, 7% im Monat, im Jahr, um überhaupt 0 auf 0 aus der Geschichte rauszukommen. Das ist die Wahrheit. Wir haben darüber gesprochen, dass der Schweizer Franken eigentlich Schrott ist. Noch schlimmer als, also noch schlimmer ist der Euro oder der Dollar. Also keine Währung ist sicher. Das ist doch klar. Mit dem Euro, den du in der Hand hast, kannst du dir nicht mehr das kaufen wie vor 20 Jahren. Das ist immer noch dasselbe Bild drauf. Er ist ein bisschen abgegriffen, aber du kannst dir nicht mehr das kaufen. Und beim Schweizer Franken ist genau dasselbe. Das meine ich mit Schrott, Schweizer Franken. Bitte, ihr lieben Schweizer, das ist nicht persönlich gemeint, aber auch eure Währung wertet ab. Das ist nicht böse gemeint. Ja, in diesem Sinne würde ich erstmal sagen, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns die nächsten Tage. Wir sehen uns vielleicht auch irgendwie. Und es kommt jetzt noch ganz, ganz viel. Wir haben vieles vorbereitet, auch im September. Und auch für Ende August kommt nochmal was ganz Tolles. Also ihr werdet überall natürlich immer per Newsletter benachrichtigt. Ansonsten wünsche ich euch auch natürlich eine gelassene Sommerzeit. Das ist auch ganz wichtig. Ich habe ja von dem Konzept der Pausen einlegen gesprochen. Das ist eminent wichtig für Körper, Geist und Seele. Und deswegen nutzt das Ganze. Ich kann euch auch eins sagen, die Profis an den Börsen sind momentan auch im Urlaub, im Wesentlichen. Ja, deswegen versucht einfach da ein bisschen durchzuschnaufen und nicht euch von Emotionen leiten zu lassen. Das ist ganz wichtig, nicht von Emotionen leiten zu lassen. Stefan, du hast das Schlusswort. Ich kann einfach nur sagen, herzlichen Dank für euch und für eure Zeit, die ihr euch da widmet, um mit uns gemeinsam 2,25 Stunden heute Abend wieder verbringen zu dürfen. Es freut uns, es ist uns wirklich eine Ehre, dass wir das heute Abend wieder gemeinsam mit euch machen durften. Und deswegen dickes Kompliment an euch. Vielen Dank für die ganzen Fragen. Und ansonsten kann ich mich nur Flo anschließen. Genießt die Zeit. Es ist Sommer. Ich freue mich auch irgendwann auf meinen Urlaub. Und ich wünsche euch auch eine schöne Zeit, einen schönen Urlaub, solltet ihr dorthin gehen. Und dann hören und sehen wir uns bald wieder. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis bald. Servus. Ciao. Ciao.